Ich habe Nico schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und dann dieses Telegramm. Absender unbekannt. Von Nikos Tod wird darin berichtet. Der Regen prasselte schon im Landeanflug unaufhörlich an das Linienflugzeug Madrid-Paris. Kein sehr schöner Tag dieser Metropole. Es ist ein seltsames Gefühl, nach all den Jahren die Rue Jarry wiederzusehen. Na dann, wollen wir mal. Nico, Gott sei Dank. George!
Ich dachte, dir wäre etwas zugestoßen. Warum denn das? Hä? Habe ich etwas verpasst? Dieses Telegramm hier... Dazu kann ich dir auch nichts sagen. Dazu kann ich dir auch nichts sagen? Ist das das Einzige, was dir einfällt? Ich habe mir verdammt nochmal Sorgen um dich gemacht. Du siehst, es geht mir gut. Macht es dir was aus, jetzt zu gehen? Ich habe noch sehr viel Arbeit. Nico, was ist mit dir los? Ich komme extra aus den USA angereist, um nach dir zu sehen, möchte dich in meiner Nähe haben und dann wirkst du so abweisend. Tut mir leid, George, aber ich habe viel zu tun. Dann werde ich wohl besser gehen. Ist besser so. Ja, ich bin es, Nicole. George war eben hier. Das Telegramm ist angekommen. Seltsam. Ich warte darauf, dass im nächsten Augenblick ein verrückter Clown um die Ecke springt und mich von hinten mit seinem Akkordeon erschlägt. Passiert natürlich nicht. Stattdessen stehe ich völlig verwirrt mitten in Paris. Ich habe Fragen. Viele Fragen. Hat Nico etwas mit dem Telegramm zu tun? Wenn ja, wieso sollte sie so etwas tun? Ich überlege noch eine Weile, als ich sie sehe. Geduldig dasitzend und ihre Blumen verkaufend. Ganz so, als ob an ihr die Zeit völlig stehen geblieben ist. Sie hat mir schon einmal geholfen. Wieso nicht auch ein zweites Mal? Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Was haben Sie in all den Jahren gemacht? Blumen verkauft und einigen Kunden die Zukunft vorausgesagt. Das Übliche eben. Naja, üblich ist das nicht gerade. Für meine Person schon. Sind Sie es eigentlich nie leid, nur Blumen zu verkaufen und die Zukunft zu prophezeien? Wissen Sie, ich habe das jahrelang gemacht. Es fällt nach so einer langen Zeit schwer, sich umzustellen. Sie könnten doch beispielsweise eine eigene Fernsehsendung produzieren. Thema, was Sie schon immer über Ihre Zukunft wissen wollten. Kein schlechter Gedanke. Doch ich bleibe lieber bei meinen Blumen. Ich möchte mich und meine Gabe schließlich nicht zur Schau stellen. Verstehe. Das wusste ich. Nein, ich weiß nicht, was mit Ihrer Freundin los ist. Was? Ach, Sie haben meine Gedanken gelesen. Das liegt eben in meinem Naturell. Vorauszusehen, mit welchen Gesprächsthemen mich die Leute konfrontieren. Und was möchte ich Sie jetzt fragen? Sie wollen wissen, ob ich Ihnen sagen kann, was Ihre Freundin in den letzten Wochen gemacht hat. Verdammt, Sie haben recht. Ich kann Ihnen nichts Genaues sagen. Nur so viel. Ihre Freundin ist spätabends gerne ausgegangen. Hat sie einen Wurm begleitet? Entschuldigung? Ein blonder Mann, Pferdeschwanz, hässliche Brille, trägt gerne Shorts und nennt sich André Lobineau. Ich glaube nicht. Das beruhigt mich. Nach einigen Tagen hörte das dann plötzlich auf. Bis heute Morgen habe ich Ihre Freundin dann nicht mehr gesehen. Wie meinen Sie das? Sie ist wohl nicht mehr aus der Wohnung gekommen. Das sieht ja aber nicht ähnlich. Vielleicht haben Sie einen Kunden bedient und Ihr Herauskommen nicht bemerkt. No, das glaube ich weniger. Ich habe viel Zeit, die Umgebung zu betrachten, Monsieur. Sie verstehen, was ich meine? Ja, das tue ich. Das Geschäft läuft schlecht. So kann man es auch ausdrücken. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Sie haben ja immer noch mich als Stammkunden und ich werde sicherlich wiederkommen. Können Sie mir sagen, was mit dem Pariser Wetter heute los ist? Als ich hier ankam, regnete es in Strömen und jetzt herrlicher Sonnenschein. Da haben Sie recht. Doch es wird heute wieder regnen. Noch schlimmer als heute Vormittag. Da sollte man dieses schöne Wetter ausnutzen. Außerdem habe ich sowieso nichts zu tun. Wie wäre es mit einem leckeren Eis? Stimmt, jetzt wo Sie es sagen. Im Rouge Park gibt es eine gute Eisdiele. Ja, kann ich. Können wir es vielleicht so machen, dass ich zuerst die Frage stelle und Sie mir dann erst antworten? Das ist irgendwie konventioneller. Oui. Also, können Sie mir sagen, ob ich wieder auf eine lange Reise gehen werde? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich denke schon. Sie werden sterben. Was? Wenn Sie nicht aufpassen. Ah, das wäre nichts Neues.
Sie werden jemanden treffen, mit dem Sie nicht rechnen. Der blonde, pferdeschwanztragende Wurm? Nein, der ist es nicht. Es ist eine wirklich gut aussehende Person. Eine Frau oder ein Mann? 5 Euro, bitte. Ach, kommen Sie schon. Tut mir leid, aber Hellsehen hat eben seinen Preis. Schade. Ich mache Ihnen aber einen Gefallen. Ich gebe Ihnen dieses Zeitungspapier. Wow, danke. Und was verschafft mir die Ehre, dieses entzückende Stück bekommen zu dürfen? Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden Sie es merken. Und wo finde ich den Park Rouge? Kennen Sie das Hermétique du Nerval? Besser bekannt als Site du Baphomet. Sehr gut sogar. Ich habe dort vor Jahren einem Maler einen Farbeimer ausgeliehen, einen Türsteher ausgetrickst, meine... Monsieur. Oh, Verzeihung. Zurück zum Thema. 2 Straßen weiter beginnt der Park. Er ist zwar nicht sonderlich groß, doch die Eisdiele auf jeden Fall einen Besuch wert. Vielen Dank für den Tipp. Ich gehe dann mal. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Das werden wir ganz sicher. Oh nein, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist das Zeitungspapier, das mir die Blumenverkäuferin gegeben hat. Es ist 2-mal gefaltet. Eine Schlagzeile fällt mir besonders ins Auge. Café de la Chandelle Verte öffnet heute um 16 Uhr zum ersten Mal nach dem Bombenanschlag seine Pforten. Ich sollte mal vorbeischauen. Im Zeitungspapier eingewickelt befindet sich ein Umschlag. Auf ihm steht: Für den richtigen Zeitpunkt. Im Umschlag stecken scheinbar 3 Euro. Monsieur Stobbert. Stobbert, Sie kennen mich noch? Ja, natürlich. Ihre Freundin Nico hat immer wieder von Ihnen gesprochen. Außerdem waren Sie der Mann, der mich nach dem Attentat auf dieses Lokal wieder aufrichtete und betreut hat und mir keinen Alkohol zum Trinken gab. Was haben Sie in all den Jahren nach dem Anschlag eigentlich gemacht? Wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, werden Sie mich für verrückt halten. Ach, das tue ich jetzt schon. Von daher... Ah, tu me crois folle, je comprends. Wie meinen? Ach, ich habe nur laut gedacht. So. Wie dem auch sei. Ich habe nach dem Anschlag für kurze Zeit in einem anderen Café gleich ums Eck gearbeitet. Sie haben sich nicht von diesem Schock erholen müssen? Naja, ehrlich gesagt nicht. Verrückt. Habe ich es nicht gesagt? Als das Café heute wieder öffnete, habe ich keine Sekunde gezögert. Tja, und ihr bin ich jetzt. Es freut mich, in Zeiten manisch-depressiver Menschen solch eine Happy-End-Story zu hören. Ich werde mich erst mal hinsetzen. Falls ich was für Sie tun kann, rufen Sie mich einfach. Oui? Okay, werde ich machen. Na, wen haben wir denn da? Wenn das nicht unser Freund und Abenteurer George ist. Hi, André. Was führt dich nach dieser langen Zeit zurück nach Paris? Sagen wir einfach, private Angelegenheiten. Es hat wieder was mit Nico zu tun, oui? Es geht um Nico. Es hat was mit ihrem Verschwinden zu tun, oui? Sie war verschwunden? Weißt du das noch nicht? Nein, sie hat mir nichts davon gesagt. Nico ist vor einer Weile lange Zeit untergetaucht. Etwa 2 bis 3 Wochen hat man nichts mehr von ihr gehört. Auf Nikos Arbeitsstelle hat man sich Sorgen gemacht. Auch ich habe die Polizei eingeschaltet. Warum hat mich keiner informiert? Ich habe dir eine Message geschickt. Lüg nicht, André. Okay, ich hielt es nicht für richtig, dich in die Sache mit reinzuziehen. Ich bin ihr Freund, verdammt nochmal.
Du meinst Ex-Freund. Oh nein, ich meine in der Regel immer das, was meinen Mund verlässt. Egal. Nico tauchte nach den besagten 3 Wochen wieder auf, so als wäre nichts passiert. Wie hat sie reagiert? Als ich Nico auf ihr Verschwinden ansprach, sagte sie, sie wäre zu ihrer Mutter aufs Land gefahren. Da ist doch nichts dabei. George, ihre Mutter ist seit 2 Jahren tot. Vielleicht hat Nico gedacht, ich würde das nicht wissen, oder? Oder was? Ich weiß auch nicht. Das Schlimmste kommt aber noch. Noch schlimmer? Oh ja. Das Gerücht kam auf, dass Nico den amtierenden Bürgermeister Paris, Bernard Lemaire, töten wollte. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Seit sie sich mit diesen Leuten trifft, ist sie nicht mehr die Alte. Mit welchen Leuten? Raus mit der Sprache, André! Ja, genauere Infos habe ich nicht. Ich weiß nur, dass sie regelmäßig solchen komischen Gruppentreffen beiwohnte. Ich habe sie eines Nachts verfolgt, doch bei Montfaucon habe ich ihre Spur verloren. Montfaucon? Das ist doch der Ort... Genau. An dem die Templer ihre bittersten Stunden erlebten und seitdem regelmäßig Neo-Templer-Treffen stattfinden. Das kann alles nicht wahr sein. Nico und Templer? Das würde keinen Sinn ergeben. Warum nicht? Er spricht doch alles dafür. Klingt so, als wenn du Nico verdächtigst. Ich bin Geschichtsstudent, George. Ich glaube nur an Fakten und die sprechen nicht gerade für Nicole. Mein Großvater ist gestorben, Nico hat sich verändert und soll angeblich ein Attentat auf den amtierenden Bürgermeister verübt haben. Das ist alles unfassbar. Hast du Nico auch auf das Attentat angesprochen, André? Ja, aber sie hat alles abgestritten. Hat die örtliche Presse über den vermeintlichen Anschlag berichtet? Ja, George, das Thema ging tagelang durch alle Zeitungen. Vor allem die France Nationale hat sich dieser äußerst brisanten Thematik angenommen. Interessant. Vielleicht kann dir das Zeitungsarchiv weiterhelfen. Dort müssten die alten Zeitungsausgaben liegen. Wie kam es überhaupt zu den Gerüchten? Ich meine, woher glaubt man zu wissen, dass Nico die Attentäterin ist? Hat man Beweise? Leider habe ich nicht mehr viel Zeit, Georgie. Ich muss dich daher verlassen. Das ist aber schade. Bislang weiß ich nicht viel. Die France Nationale ist meine einzige Spur und ich muss herausfinden, was hinter den Gerüchten steckt. Ich habe das Gefühl, Nico schwebt in Gefahr. Die Verkäuferin hatte recht. Bis auf die Eisdiele, oder sollte ich besser sagen, Eiswagen, und einem kleinen Springbrunnen gibt es hier nicht viel zu sehen. Sie wünschen... Ich hätte gerne 3 Kugeln. Einmal Erdbeere, Vanille und Schokolade. Das macht dann 3 Euro. Oh, 3 Euro. Die Blumenverkäuferin hat es tatsächlich gewusst. Sagen Sie mir nicht, Sie haben Ihr Geld daheim vergessen. Nö, hier sind die 3 Euro. Sehen Sie? Hier, nehmen Sie Ihr Eis. Danke. Igitt, das Eis schmeckt wie tote Socken. Ekelhaft. Eine Notiz, die Buchstaben M-E-T sind darauf gekritzelt.
Met. Ist das ein Ort? Buffo. Es scheint, als würde der Rest der Notiz fehlen. Kann man immer wieder gebrauchen. Ziemlich dick und flauschig. Die Tasche scheint ziemlich voll zu sein. Meine Hände greifen in die Tasche. Autsch! Ich habe mich an einem spitzen, metallenen Ding geschnitten. Als ich es hochhob, stellte sich heraus, dass es eine Schere war. Heimtückisch. Wieder ergreifen meine Hände einen spitzen Gegenstand. Diesmal war ich aber auf den Angriff vorbereitet. Eine Haarnadel. Beim letzten Griff in Nikos Tasche fühle ich ein glattes Ding zwischen meinen Händen. Oh nein, es ist ein kleiner lilafarbener Slip. Vermutlich wieder von André, diesem... Das ist es, Baphomet. Und jetzt? Nichts rührt sich. Das Betriebssystem scheint durch ein Passwort gesichert zu sein, glaube ich. Ich gebe Baphomet in den Computer ein. Es piepst und surrt, dann zeigt der Monitor eine unscharfe Liste mit Namen und Adressen an. An der rechten Kante des Papiers ist das Logo der Pariser Polizei aufgedruckt. Das muss die Kopie eines amtlichen Dokuments sein. Vielleicht eine Adressliste. Arbeitet Nico etwa an einer neuen Story? Ansonsten kann ich nicht viel damit anfangen. So gibt die Nadel einen prima Dietrich ab. Ich kann leider nichts sehen. Ohne eine Taschenlampe brauche ich dann nicht reinzugehen. Es ist stockdunkel. Auf dem Anrufbeantworter blinkt ein Licht. Ich weiß, dass es nicht die feine englische Art ist, die Anrufe anderer Personen abzuhören, auch wenn es sich in diesem Fall ja um meine Freundin handelt. Doch ich muss wissen, wer Nico angerufen hat. Ja, ich bin's. Da du nicht da bist, nehme ich an, dass du unterwegs bist zu unserem Treffpunkt. Ich erwarte dich dann pünktlich am Brunnen. Am Brunnen? Welchen meint die Stimme auf dem Anrufbeantworter?
Ich verbinde sehr viele Erinnerungen mit diesem Platz. Auch dieses Mal hat mich eine Spur hierher geführt. Hi, mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Und ich heiße Loser. Obdachloser. Gehört diese Taschenlampe Ihnen? Ja, gehört sie. Und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn ich Ihnen im Gegenzug etwas anderes gebe? Glauben Sie mir, was ich will, haben Sie bestimmt nicht in Ihrem Besitz. Haben Sie eine Ahnung? Ich hatte schon mal einen Fisch in meiner Tasche. Aber mein Wunschgegenstand haben Sie bestimmt nicht. Ich glaube schon. Auch einen Frauenslip, oui? Das ist nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Viele Männer haben feminine Seiten. Ich nicht. Nehmen wir doch mal Ihre Frisur. Was ist damit? Die ist feminin. Unsinn, die ist nicht feminin. Nur blond eben. Als nächstes kommen Sie mit meiner Figur. Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Lassen wir das. Ich werde sehen, ob ich Ihnen einen Slip besorgen kann. Ich habe den Slip für Sie. Geben Sie schon her. Bitte. Und nun die Taschenlampe. Hier ist die Taschenlampe. Die Batterien scheinen leer zu sein. Vielen Dank. Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich allen gesunden Menschenverstand über Bord werfen kann. Wegen zwei lausiger Batterien. Besser als nichts. Verdammt, das hat wehgetan. Aber wenigstens bin ich nun im Besitz zweier mutig ergatterter Montfaucon-Batterien. Prima. Na klar, ich... Verdammt, die Batterien scheinen leer zu sein. Autsch! Hoppla! Ich sollte mich besser beeilen. Ich untersuche das Regal. Ich untersuche das Regal. Ich untersuche das Regal. Bei meiner Suche stoße ich auf eine Ausgabe, die am interessantesten erscheint. Das Attentat wird hier in überdimensionaler Größe angeprangert. Reporterin unter Mordverdacht. Die renommierte Pariser Fotografin Nicole Collin wurde am frühen Montagabend nach stundenlangem Verhör aus der Obhut der Polizei entlassen. Der Verdacht würde sich nicht erhärten, dass die Journalistin in Verbindung mit dem Anschlag am ermordeten Bürgermeister Bernard Lemaire stehe, so Polizeiinspektor Henri. Lemaire wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder Opfer zahlreicher Anschläge, nachdem er sich offen dem Kampf gegen den Pariser Sektenkult und deren totalitäre Strukturen widmete. Die 34-jährige Fotografin geriet in Verdacht, als sie der irische Journalist Ferdinand Irvine beschuldigte, mit den Anschlägen in Verbindung zu stehen und sie mit einer sektenähnlichen Organisation, die sich selbst Templer nennen, in Verbindung brachte. Irvine kündigte an, in den nächsten Wochen seinen Anschuldigungen Beweise folgen zu lassen. Zu seiner eigenen Sicherheit wird der Journalist derzeit von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt gehalten.
Das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte Nico jemanden töten wollen? Ich muss etwas zu diesem Reporter Irvine herausfinden. Nur wo? Das war knapp. Ich habe wohl nicht nur Freunde. Merkwürdig. Der Einzige, der wusste, dass ich hier bin, war André. Als ich mir die Liste nochmal genauer anschaue, sticht mir der Name Ferdinand Irvine ins Auge. Das ist der Journalist, der im Zusammenhang mit Nico in dem Zeitungsartikel erwähnt wird. Hinter seinem Namen steht Mouvage 12, das Hotel Ubu. Nico tötet Bürgermeister. Nico wird verhört, taucht dann unter. Reporter behauptet, belastende Beweise zu haben. Nico taucht wieder auf und hat Irvines geheime Adresse auf ihrem Computer. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Und nicht nur, weil ich mich anhöre wie André. Oh nein. Monsieur Stobart, schön Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. Flap, wedle nicht so auffällig mit dem Ding rum. Verstanden, Guido. Also, Monsieur Stobart, darf ich Sie bitten, sich nicht zu bewegen? Wir wollen doch keine Szene machen. Keine Szene? Keine Szene? Verlangen Sie etwa von mir, mich in aller Ruhe erschießen zu lassen? Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Vorerst. Was wollen Sie von mir? Ach kommen Sie, Stobart, seien Sie nicht so dumm. Seit Sie vor 7 Jahren Ihre Nase in Angelegenheiten gesteckt haben, die Sie nichts angehen, befinden Sie sich auf der Liste der Templerfeinde ganz oben. Hören Sie auf mit diesem Unsinn. Die Templer gibt es nicht mehr. Wenn Sie das sagen, nur komisch, dass sich Ihre Freundin mit Leuten traf, die sich Templer nannten. Finden Sie nicht auch? Sie Lügner! Nico hat und wird nie etwas mit diesen Idioten zu tun haben. In seinem Gesicht breitet sich eine überraschte und heimtückische Miene aus. Sie haben Madame Collard heute getroffen. Ja, warum? Reine Neugier, weiter nichts. Sie werden ihr kein Haar krümmen. Das kann Ihnen doch egal sein, seit sie mit diesem blonden Geschichtsprofessor ausgeht. André? Richtig, das war sein Name. Die beiden geben ein wunderschönes Paar ab. Finden Sie nicht auch? Und wieder eine Lüge. Alles, was Ihren Mund verlässt, Guido, sind Lügen. Nichts als Lügen. Wie sind Sie eigentlich damals aus der Kirche in Bannockburn entkommen? Das geht Sie nichts an. Wann darf ich ihn endlich erschießen? Noch nicht, Flap. Noch nicht. Oh Mann. Können wir nicht einfach Freunde werden? Und ich auf 2 Millionen Euro verzichten? Nichts geht über eine wahre Freundschaft. Die Templer gibt es also noch? Ja, noch mächtiger als früher. Wenn Sie dachten, mit Ihrer Schottlandtat den gesamten Templerorden vernichtet zu haben, täuschen Sie sich. Und ihr arbeitet wieder für sie. Monsieur Stobart,
Wir beide sind die Art von Leuten, die gerne als Söldner bezeichnet werden. Die Bezahlung ist gut. Das Einzige, was uns interessiert. Glauben Sie mir, das wird sich ändern. Ich werde Sie auch dieses Mal aufhalten. Und wenn ich wie damals wieder um die halbe Welt reisen muss. Sehen Sie, genau darum sind wir hier. Flapp und ich werden das verhindern. Puh, das war knapp. Tag, Junge. Hallo. Wer sind Sie? Ich bin George Stobbart. Das ist aber ein komischer Name. Nein, das ist er nicht. Doch, das ist er. Nein, mein Junge. Stobbart ist ein normaler Name. Stobbylein. Mein Name ist nicht komisch, okay? Stobber, Stobby, Stobbo. Wer hätte das gedacht? Ich streite mich mit einem kleinen Bengel, der gerade mal die Intelligenz einer Banane hat. Mein Daddy hat einen viel besseren Namen als Sie, Mister. Wie heißt er denn? Flap? Nö, Ferdinand Irvine. Und wo ist dein Vater? Weg. Er hat gesagt, dass ich hier warten solle. Doch bisher ist er nicht zurückgekommen. Mit welchem Spielzeug hantierst du da eigentlich? Das? Ein Fraggy. Ein Fremmy? Fraggy-Mensch. Eine Art Gummiball. Sieht sehr lustig aus. Wann hast du deinen Vater zuletzt gesehen? Das war vor etwa 3 Stunden. Guten Tag. Guten Tag, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie den Schock schon verdaut? Wie meinen? Ich weiß, ich hätte Sie nicht auf Sie loslassen dürfen, doch ich hatte keine andere Wahl, wenn Sie verstehen. Nein, ich verstehe nicht. Lady Piermont, die Klavierspielerin, die Friedensrichterin. Ah oui, die Madame in Lila, eine Bestie, mon ami. Also so schlimm war sie dann nun auch wieder nicht. Etwas extravagant, aber okay. Sie ist ja auch nicht losgelassen worden, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Wo Sie recht haben, haben Sie recht. Ich würde gerne ein Zimmer mieten. Einen Moment bitte. Leider haben wir kein freies Zimmer. Ehrlich? So viel scheint hier aber gar nicht los zu sein. Das mag der erste Eindruck vielleicht vermitteln, doch gegen Abend erst der Hochbetrieb. Mist. Pardon? Nichts, ich habe nur laut gedacht. Ich glaube es nicht. Das ist die Hotelreservierung von Ferdinand Irvine. Ein Doppelzimmer. Begleitperson, ein Kind. Einfallsreich ist die Pariser Polizei nicht gerade, Irvine in einem stadtbekannten Hotel zu verstecken. Das sind ja fast schon amerikanische Verhältnisse. Jetzt muss ich nur noch in das Zimmer. Hi, ich bin's wieder. Sehe ich, Stubby. Sag mal, würdest du bei einem kleinen Spiel mitmachen? Oh ja, ein Spiel. Fraggy wird nämlich langsam langweilig. Also, wir gehen jetzt gemeinsam zum Rezeptionisten. Was? Zu dem Mann da vorne. Ach so. Dort werden wir dann Vater und Sohn spielen. Einverstanden? Klingt gut. Ich bin's wieder. Das sehe ich. Was kann ich dieses Mal für Sie tun? Ich habe hier ein Zimmer reserviert. Ach wirklich? Darf ich mal Ihre Hotelreservierung sehen? Bitteschön. Mr. Ferdinand Irvine und Sohn? Brian. Arthur. Bitte? Arthur. Brian ist sein zweiter Vorname. Okay. Hier ist Ihr Schlüssel. Zimmer 122. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn einen schönen Aufenthalt.
Das erste Foto zeigt einen Schnappschuss des Mordanschlags an Le Maire, den Bürgermeister. Abseits des Geschehens erregt eine Person besonders meine Aufmerksamkeit. Hastig weglaufend wirft sie einen Blick über die Schulter. Als hätte man sie bei irgendetwas ertappt. Sie ist mittelgroß, schlank, trägt offensichtlich eine schlecht sitzende Perücke. Moment mal, diese Gesichtszüge. Ist das da hinten etwa Nico? Auf dem zweiten Foto ist es nachts, doch ich erkenne sofort, wo diese Aufnahme geschossen wurde. Montfaucon. Einige Männer sind in dunkle Kutten gehüllt, kaum erkennbar. Das war bestimmt kein Kindergeburtstag. In der Mitte steht eine Frau. Sie scheint sich mit jemandem zu unterhalten. Ich habe eine böse Vorahnung, die sich mit dem dritten Bild bestätigt. Eine Nahaufnahme der Frau. Es ist Nico. Sie ist im Begriff, ihre Kapuze tief ins Gesicht zu ziehen. Irvine muss vorher auf den Auslöser gedrückt haben. Mit wem unterhält sie sich da? Ein älterer Herr steht neben ihr. Seine Kutte unterscheidet sich von denen der anderen. Sie wirkt prachtvoller. Um den Hals trägt er ein großes braunrotes Kreuz. Das Templerkreuz. Eindeutig der Anführer. Big Boss hat sein Gesicht gegen die Kamera gedreht und ich kann ihn nicht erkennen. Ich weiß nicht, in was Nico da reingeraten ist, aber ich muss ihr so schnell wie möglich helfen. Es ist an der Zeit, ein paar Antworten von Nico zu erhalten. Nein, ich lasse das besser hier. Mal, was ist denn hier los? Ein Umzug? Weiter vorne versperren riesige Absperrgitter den direkten Weg zur Rue Jarry. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss einen anderen Weg finden. Der Luftballon zerplatzt wie eine Seifenblase. Mir gefällt das, den Passanten nicht. Sie schauen mich noch grimmiger an als die Ziege in Loch Marne. Immerhin ist der Durchgang jetzt frei. Ich habe auch immer so ein Glück. Ja, bist ein guter Hund. Mir wurde gesagt, dass mein Onkel in dieser Sekte ist. George, ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Ahnung, dass es sich dabei um die Neo-Templer gehandelt hat. Ich wollte ihm einfach nur helfen. Ich habe mich als Christine Rue in ihren fanatischen Orden eingeschlichen, um meinen Onkel da rauszuholen. Als ich ihn allerdings dort traf, blieb mir fast das Herz stehen. Sein Blick war leer, wie bei einem Toten. Beängstigend. Er schien mir unter Drogen gesetzt worden zu sein. Noch schlimmer war jedoch die Tatsache, dass er ständig das Wort Tor vor sich hin stammelte. Hast du in Erfahrung bringen können, was er damit gemeint hat? Keine Ahnung. Mag sein, dass es an den Drogen lag, die man ihm meiner Meinung nach verabreicht hat. Das würde neben seinem Gestammel auch seinen leeren und beängstigenden Blick erklären. Warum war dein Onkel überhaupt bei den Templern? Ich schätze mal, er hat ihrem Lockruf nicht widerstehen können. Lockruf? Ja, George. 2 Millionen Euro. Hey, wenn ich so nachdenke, waren die Templer doch nicht so schlecht. Aber dieses Gestammel um das Tor macht mir immer noch Sorgen. Das lag sicherlich an den Drogen. Das mag ja sein, George. Doch wenn dieses Wort irgendwas mit den Plänen der Templer zu tun hat? Da kannst du recht haben. Aber wo gedenkst du mit deinen Recherchen anzufangen? Der Einzige, der von meinem Plan gewusst hat, war ein naher Bekannter von André. Ein naher Bekannter? Ja, ein Bekannter, George. Nicht mehr. Wie war sein Name? Jimmy McLaw. Ein englischer Geschichtskritiker, der sich lange Zeit mit den Templern beschäftigt hat. Warum hast du ihn überhaupt eingeweiht? Weil er mir Insider-Informationen rund um den Orden gegeben hat.
Hast du ihn persönlich getroffen? Nein, das habe ich immer vermieden. Es hätte schließlich eine Falle sein können. Wir haben uns via E-Mail unterhalten. Er hat dich also nie persönlich gesehen und auch nicht deine Stimme gehört? Ja, er hat keines von beiden. Meinst du, er hat dich verraten? Das ist gut möglich. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Das halte ich für keine gute Idee, George. Die Templer haben überall ihre Finger mit drin. Warum also nicht auch bei McLaw? Wir können diesen verrückten Neo-Templern doch nicht einfach tatenlos das Feld überlassen. Wer weiß, was sie jetzt schon wieder vorhaben. Hm. Wo kann ich Jimmy McLaw finden? Er hat ein Landhaus in York, England. England, hä? Da war ich noch nie. Und nebenbei bemerkt hat es schon was zu bedeuten, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, den ich noch nicht besucht habe. George, gib bitte nicht an. Ist doch so. Wo kann ich diesen McLaw eigentlich finden? Wie gesagt, ich habe ihn noch nie getroffen. Doch so wie mir André erzählt hat... Dann finden wir ihn nie. Kannst du die Rivalität zu André nicht mal für eine Minute vergessen? Nicht mal für eine Sekunde. Naja, vielleicht solltest du in der großen Stadtbibliothek von York anfangen. Da McLaw, laut André, ziemlich viel liest, müsste man seine Adresse in der Kartei ausfindig machen können. Nimm nach deiner Ankunft am Flughafen einfach einen Stadtplan mit. Darauf müsste die Bücherei zu finden sein. Werde ich machen. Okay, George. Pass aber auf dich auf. Ich melde mich sofort, wenn mein Flieger in York gelandet ist. Das ist die Stadtkarte von York. Ich bin hier. Und dort drüben ist die städtische Bücherei. Heute scheint nicht viel los zu sein. Was hämmert hier denn so? Als ich meinen Kopf dem viktorianischen Schreibtisch zuwende, erkenne ich die Quelle dieses unausstehlichen Geräusches. Eine Bibliothekarin traktiert die Tastatur ihres Computers. Ich hasse Computer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht mit diesen Geräten umgehen kann. Darf ich Sie kurz stören? Ja. Kennen Sie sich mit den Templern aus? Nur ein wenig. Das war doch diese Popgruppe, die Anfang der 60er für Furore sorgte. Sie wissen schon, die mit den Pilzköpfen. Nein, die Gruppe, die Sie meinen, waren die Beatles. Die Templer sind eine Art Ritterorden, deren Nachkommen in der heutigen Zeit schon einmal versucht haben, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sie glauben mir nicht, stimmt's? Nicht wirklich, Sir. Heute scheint nicht sonderlich viel los zu sein. Da haben Sie recht. Das liegt aber daran, dass Revolution Software, eine sehr bekannte Computerfirma, heute eine öffentliche Vorstellung ihres neuen Computerspiels gibt. Es heißt Baphomets Fluch. Kennen Sie das? Nein. Und ehrlich gesagt hört sich das auch irgendwie eigenartig an. Ich glaube, das Spiel kommt bestimmt nicht gut an und verschwindet nach ein paar Wochen wieder in der Versenkung. Was schreiben Sie denn da ununterbrochen an Ihrem Computer? Das geht Sie nichts an. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Das war doch nur ein Scherz, Sir. Meine Mutter hat mir immer gesagt, sei freundlich und lustig zu den Leuten. Ja, sehr lustig. Hören Sie auf, mich zu veräppeln. Tut mir leid. Ich hab Sie schon wieder reingelegt. Hören Sie auf damit. Okay, ich hab verstanden. Sie haben keinen Humor. Doch, den hab ich. Ich kann sehr wohl witzig sein. Warum klettert eine Blondine eine Glaswand hoch? So ein Kerl hat mir diesen Witz vor dem Eingang erzählt. Finden Sie solche Witze nicht auch diskriminierend? Nun ja, wechseln wir lieber das Thema. Ich brauche eine Auskunft über eines Ihrer Mitglieder, Jimmy McLaw. Das geht leider nicht. Wieso nicht? Weil wir nicht einfach Daten unserer Mitglieder wildfremden Leuten geben können. Datenschutz, Sie verstehen? Das verstehe ich schon. Aber ich bin kein Fremder. Sind Sie nicht? Dann sind Sie sicherlich Michael Burns, den Mr. McLaw als seinen besten Freund angegeben hat.
Nein, ich bin nicht Michael Burns. Wenigstens haben Sie nicht gelogen. Ich habe den Namen nämlich frei erfunden. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Es ist ziemlich wichtig. Leider nein. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wer weiß, wofür ich den mal gebrauchen kann. Entschuldigung. Ja? Mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Ah, hi. Ich heiße David. Hi, David. Sagt dir der Begriff Templer irgendetwas? Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich studiere Tierwissenschaft. Und die haben doch sicherlich nichts mit Tieren zu tun, oder? Doch, eigentlich schon. Ein Wiesel und ein Gorilla arbeiten für sie. Ein Wiesel und ein Gorilla, sagen Sie? Wie denn das? Das ist eine sehr lange Geschichte. Okay, ich habe sowieso nicht viel Zeit. Meine Hausaufgabe muss bis nächste Woche Montag fertig sein. Und ich habe noch nicht einmal die Hälfte. Kopf hoch, das wirst du sicher schaffen. Ich habe da so meine Zweifel. Sag mal, David, ist die Bibliothekarin da vorne immer so komisch drauf? Sie meinen Mrs. LeRoy? Nicht immer. Nur heute hat sie einen schlechten Tag. Ihr Computer, den sie behütet wie ihr eigenes Kind, ist zweimal abgestürzt. Das hat sie total aus der Fassung gebracht. Seitdem muss sie unglaublich viel Arbeit nachholen, was vielleicht erklärt, weshalb sie ihre Tastatur fast schon vergewaltigt. Warum ist der Computer abgestürzt? Weil irgendeine Leitung im Keller der Bibliothek verrückt spielt. Dauert mindestens eine Stunde, bis das wieder repariert ist. Und zu allem Übel muss die gute Mrs. LeRoy mit ihren 42 Jahren die Arbeit noch selber machen. Habt ihr hier keinen Techniker? Der ist auf einer Präsentation, irgendwas mit einem Computerspiel. Verstehe. Hör mal, David, kannst du mir sagen, wo ich den Keller der Bibliothek finde? Was wollen Sie denn im Keller? Ein paar Sachen erledigen. Die Treppe runter, die zweite Tür rechts, dann wieder links und dann den Gang entlang. Vielen Dank. Alleine hätte ich das nicht gefunden. Jetzt weiß ich, wohin die Treppe verläuft. York United steht da drauf. Ja, so müsste es klappen. Mrs. LeRoy verlässt ihren Platz. Mal sehen. Hier ist die Kundenkartei. Marworth, Manish, McKinsley. Aha, da ist es. McLaw. 3435 Rangers Field. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Ich bin mit Mr. McLaw verabredet. Seltsam. Davon hat er mir nichts gesagt. Außerdem hat er gerade Besuch. Es ist aber sehr wichtig. Okay. Kommen Sie herein. Ich führe Sie zu ihm. Vielen Dank. Das Zimmer von Mr. McLaw ist am Ende des Ganges. Er wohnt in Indien? Ich danke Ihnen vielmals. Ohne das Siegel haben wir keine Chance. Das würde zu einem Problem werden. Und du meinst, dass dieser Amerikaner etwas weiß? Natürlich. Der steckt seine Nase überall hinein. Wenn du recht hast, bekommst du die nötigen Informationen über den Orden. Wie wollen wir ihn schnappen, Vinny? Ich habe zwei meiner besten Männer auf ihn angesetzt, die jeden Augenblick hier eintreffen müssen. Ich kann ihn zwar bis auf den Tod nicht ausstehen, doch wir haben ausgemacht, dass sie ihm nichts tut. Wir wollten nur wissen, was er weiß. Sicher. Das haben wir so vereinbart. Ich muss mal auf die Toilette. Wo ist die?
Am Ende des Ganges. George! André, du hinterhältiger Verräter! Es ist nicht so, wie du denkst. Sie wollen nur mal mit dir reden. Oh nein. Mr. Stobbart, wir werden nachher mit Ihnen reden. Währenddessen können Sie sich mit Ihrem Zimmergenossen bekannt machen. Wenn Sie sich nicht schon kennen. Wer sind Sie? Sie scheinen überrascht, Mr. Stobbart. Wie haben Sie... Sie sind nicht der Einzige, der tricksen kann. Aber ich habe Sie doch tot im Abteil liegen sehen. Unmittelbar bevor ich den Zug nach Bannockburn betreten habe, zog ich mir eine kugelsichere Weste an. Schließlich ahnte ich, im Gegensatz zu Ihnen, was auf uns zukommen und welchen Personen wir dabei begegnen würden. Eine Blutpatrone zur Vortäuschung meines eigenen Todes tat dann ihr Übriges. Und wie sind Sie dann entkommen? Das ist eine lange Geschichte. Jimmy McLaw? Mit wem habe ich das Vergnügen zu sprechen? Ich heiße Nicole Collard. Ich bin Reporterin beim französischen Fernsehsender Kanal 1. Wir haben uns gedacht, dass wir über Sie ein großes Porträt mit anschließendem Interview machen. Schließlich sind Sie einer der berühmtesten englischen Historiker. Das klingt zwar relativ verlockend, doch ich werde Ihnen wohl eine Absage erteilen müssen. Das wäre wirklich schade. Wir sind einer der erfolgreichsten Sender in Europa. Unsere Einschaltquoten sind hoch, was garantieren würde, dass unser Porträt über Sie auch viele Zuschauer erreichen würde. Sie könnten der jüngeren sowie der älteren Generation von Ihrer Sichtweise bewegende Augenblicke erzählen. Zumal Sie beispielsweise als einer von wenigen Journalisten die Vorbereitung zur ersten Mondreise hautnah erleben durften. Sie waren während der Übungsphase im NASA-Komplex und haben den Astronauten Armstrong und wie sie noch so alle hießen über die Schulter geschaut. Es wäre wirklich traurig, wenn Sie diese Eindrücke der Öffentlichkeit vorenthalten würden. Ich muss sagen, dass Sie wirklich gut recherchiert haben. Danke. Unter diesem Aspekt würde ich mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Das klingt jetzt sehr nach Überfall. Doch wie wäre es, wenn wir die Aufnahmen zum Porträt und dem anschließenden Interview schon heute machen würden? Schon heute? Sie vom Fernsehen sind wohl von der ganz schnellen Sorte. Natürlich, das zeichnet uns eben aus. Also gut, ich bin so gegen 14 Uhr in meinem Haus anzutreffen. Aus Sicherheitsgründen darf ich Ihnen meine genaue Adresse nicht am Telefon nennen. Sie finden meine Sekretärin im Geschichtsmuseum History. Sie leitet dort eine Führung für Schulkinder. Ich werde Sie per Telefon kontaktieren, damit sie weiß, dass Sie kommen. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Ihnen diese Umstände bereiten muss, doch es geht nicht anders. In der Vergangenheit wurden einige Attentate auf mich verübt. Es scheint wohl so, als hätte ich nicht nur Freunde. Ich werde bis 14 Uhr auf Sie warten. Das ist in etwa 20 Minuten. Sind Sie bis dahin noch nicht eingetroffen, werden wir unsere Angelegenheiten wohl für etwa 3 Wochen verschieben müssen, da ich in dieser Zeit auf einer wichtigen Geschäftsreise bin. Hier spricht die Polizei von York. Aufgrund von sich laufenden Kofferdiebstählen auf diesem Gelände führt die Stadtpolizei eine genaue Untersuchung durch. Es gibt also keinen Grund zur Panik. Außer dem Personal ist es bis zum Ende der Untersuchung in etwa 40 Minuten niemandem gestattet, den Komplex zu verlassen. Mein Kollege wird Ihnen jetzt nähere Anweisungen geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mist, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss in 20 Minuten bei Mr. McLaw sein.
Halt! Sie kommen hier nicht rein. Dieser Eingang ist ausschließlich für das Personal gedacht. Haben Sie einen Ausweis? Naja, den habe ich drin in meiner Tasche vergessen. Kann ich ihn holen? Nein, Ma'am. Kapitel 3, Absatz 12 der bundesstaatlichen Polizeiverordnung lautet: Unbefugten ist bei einer polizeilichen Aktion das Betreten vorsätzlich verriegelter Absperrgebiete nicht gestattet. Könnten Sie meine Tasche dann aus dem Zimmer holen? Eigentlich nicht. Doch eine Ausnahme ist mir laut Verordnung nicht grundsätzlich verboten. Also, wie sieht sie aus? Nun ja, sie hat kleine Herzen auf der linken Seite. Darauf ist der Spruch I love you zu lesen. Einen Moment bitte. Tut mir leid, Ihre Tasche ist nicht mehr drin. Und Sie können mich wirklich nicht reinlassen? Laut polizeilicher... Okay, okay, ich habe verstanden. Einen schönen Tag noch. Entschuldigen Sie? Ja? Oh, Fräulein Collard. Kennen wir uns? Ich habe George und Sie vor etwa 4 Jahren in Caramount getroffen. George saß im Gefängnis und Sie hatten eine kleine Verabredung mit diesem General Crasciento. Erinnern Sie sich noch? Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ihren Namen weiß ich aber nicht mehr. Duane Henderson. Ich war mit meiner entzückenden Frau Pearl zum Shoppen in Caramount. Oui, Monsieur Henderson. Freut mich, Sie nach dieser langen Zeit wieder einmal zu sehen. Wie geht es Ihnen? Oh, es geht. Ich bin auf der Suche nach George. Ah, George. Wie geht es ihm? Ich weiß es leider nicht. Seit einigen Tagen habe ich kein Wörtchen mehr von ihm gehört. Ach, so sind die Männer nun mal. Manchmal brauchen sie eben Abstand von uns Frauen. Wer meldet sich schon wieder, Schätzchen? Ist aber nicht Georges Art. Ja, gelegentlich verhält sich George eben etwas merkwürdig. Was treibt Sie nach York? Pearl und ich sind wie immer auf der Durchreise. Unser Ziel ist Marokko. Wir wollen uns dort einige alte Ruinen anschauen und, wenn wir schon dabei sind, natürlich noch etwas shoppen gehen. Wir haben uns hier in York auf dem traditionellen Happiness-Jahrmarkt amüsiert. Sie sind so weit geflogen, um einen Jahrmarkt zu besuchen? Es ist nicht irgendein Jahrmarkt, sondern die vielleicht größte Unterhaltungserfindung seit Menschengedenken. Neben dem Fernseher vielleicht. Außerdem steht hier in York das zweitgrößte Riesenrad der Welt. Als wir hier ankamen, war es wegen eines Defekts geschlossen. Das tut mir leid. Das braucht es nicht. Pearl und ich sind dafür dann 2-mal mit der Wildwasserbahn gefahren. Das war ein Spaß. Ja, vor allem, als du mir unaufhörlich in die Ohren gebrüllt hast. Jetzt stell dich nicht so an, Pummelchen. Oh, Pummelchen. Darf ich Sie mal fragen, wie lange Sie George schon kennen? Seit Syrien, das war 1994, glaube ich. 1996. 94 waren wir bei meinen Großeltern in Kanada zu Besuch. Ach so, stimmt ja. Es war ganz schön langweilig dort. Überall diese komisch gekleideten Polizisten und... Ranger. Was? Das waren Ranger. So nennt man die kanadischen Polizisten. Wie dem auch sei. Diese Ranger haben uns ständig beobachtet und uns dauernd angesprochen. Man hat es in Kanada als amerikanischer Tourist eben nicht leicht. Die Ranger waren nur höflich zu... Also ich finde es nicht höflich, wenn man mich 3-mal hintereinander fragt, wie es mir geht und wohin ich denn gehe. So etwas ist aufdringlich. Wenn du meinst, Honey. Es ist interessant, Ihnen zuzuhören, doch leider ist meine Zeit sehr begrenzt. Haben Sie schon mal was von einem Historiker namens Jimmy McLaw gehört? Oh ja, wir waren in seinem Museum. Dem History Museum? Ja, richtig. Sie kennen es? Eigentlich nicht. Ich bin dort nur mit seiner Sekretärin verabredet. Anschließend habe ich dann ein Treffen mit ihm. Sie treffen Jimmy McLaugh, den Jimmy McLaugh? Ja, in etwa 20 Minuten. Wenn ich nicht rechtzeitig da bin, werde ich versetzt und muss geschlagene 3 Wochen warten. Doch bei dieser Polizeiübung komme ich nicht aus dem Flughafenkomplex. Das ist aber eine Katastrophe. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, Jimmy McLaugh zu treffen? Falls wir Ihnen irgendwie helfen können, sagen Sie uns einfach Bescheid. Werde ich machen. Was macht den Jahrmarkt eigentlich zu etwas so Besonderem? Seine Einfachheit. Es sind nicht unbedingt viele Attraktionen im Park, die wenigen haben es aber in sich. Naja, ich war noch nie ein großer Vergnügungspark-Fan. Dann haben Sie was verpasst. Sie haben nicht zufällig George auf dem Jahrmarkt getroffen? Nein, ich glaube nicht, oder? Schätze, nein. Kann man nichts machen, danke.
Können Sie mir einen Gefallen tun? Ja? Könnten Sie diesen Mann dort drüben irgendwie ablenken? Den Police Officer? Genau. Willst du in den Raum? Das ist vielleicht meine einzige Chance, das Gebäude vor Ablauf der 20 Minuten zu verlassen. Okay, wir helfen dir. Entschuldigen Sie. Was kann ich für Sie tun, Ma'am? Dürfen wir mit Ihnen ein Foto schießen? Schließlich trifft man nicht jeden Tag einen echten britischen Polizisten. Vor allem nicht, wenn man aus Amerika kommt. Das ist eine Ehre für mich, Ma'am. Aber wissen Sie, wir in England haben unsere Vorschriften, die... Zum Teufel mit den Vorschriften. Das könnte man mal brauchen. Den werde ich wohl gleich brauchen. Die Uniform müsste meine Größe haben. Tja, immer wenn es interessant wird, passiert so etwas. Wirklich schade, oder? Mist! Passt nicht. Mist! Der Polizist scheint die Tür abgeschlossen zu haben. Einen Moment bitte. Nur Angestellte dürfen den Komplex verlassen. Sehe ich nicht aus wie eine Angestellte? Naja, Miss, eigentlich weniger. Kann ich Ihren Personalausweis sehen? Sie wissen schon, Vorschrift. Da bin ich wieder. Ja? Hier ist mein Ausweis. Sind Sie das auf dem Foto? Natürlich bin ich das. Ist ja schließlich mein Ausweis. Okay, Miss. Mrs. Entschuldigung, Mrs. Mrs. Wanda Kirsch. Okay, das steht auch hier auf dem Ausweis. Sie können ihn sich also nicht geklaut haben. Wenn er wüsste. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, was dieser ganze Rummel soll? Ich muss in das Museum. Müssen wir das nicht alle? Ich denke schon, doch bei mir ist es was anderes. Bei mir auch. Ist heute der britische Premierminister zu Besuch? Nein, wäre sonst so viel los. Heiko McEvans besucht heute das Museum. Kenne ich leider nicht. Tja, er ist der Grund, warum Sie nicht ins Museum können. Und wann kommt dieser Heido... Heiko McEvans. Schon gut, Heiko McEvans. Wann kommt er? Er hat sich für 15 Uhr angekündigt, aber das wird wohl noch etwas dauern. Kommt man noch auf einem anderen Weg in das Museum? Nicht auf legale Weise. Okay, vielen Dank für Ihre Hilfe, wenn man das überhaupt so nennen kann. Gern geschehen, wenn man das überhaupt so nennen kann. Sind Sie die Assistentin von Jimmy McLaw? Wer will das wissen? Mein Name ist Nicole Collard. Oh, right. Sie sind die Reporterin. Ich denke, wir sollten uns beeilen, sonst kommen wir noch zu spät. Na dann los.
Hier ist das Anwesen von Mr. McClough. Ich denke, Sie werden sich zurechtfinden. Ich muss Sie leider hier verlassen. Meine Gruppe wartet. Vielen Dank. Keine Ursache. Auf Wiedersehen und viel Erfolg bei Ihrem Interview. Ich schaue auf die Uhr und stelle enttäuscht fest, dass ich 5 Minuten zu spät bin. Und jetzt? Nico, hier unten! George! Live und in Farbe. Immer wenn wir uns trennen, finde ich dich hinter Gittern wieder. Ich habe aber auch immer ein Pech. Wie ist das passiert? Das erzähle ich dir später. Erstmal stelle ich dich einem alten Bekannten vor. Mademoiselle Collard, schön, Sie wiederzusehen. Sie verlogener, hinterhältiger Mistkerl! Ich dachte, Sie wären tot! Nico, reg dich nicht auf. Hol uns hier erstmal raus. Uns? Du erwartest doch nicht, dass ich diesen Kerl mitbefreie. Doch, das musst du. Ich werde dir nachher alles erklären. Vielleicht brauche ich ihn später nochmal. Ich habe mit meinem Vater früher immer Westernfilme gesehen. Da wurden die Ganoven im Gefängnis mit Hilfe einer Seil an Pferd und Ziehaktion befreit. Vielleicht klappt es auch in diesem Fall. George wüsste jetzt, was man mit ihm anfangen könnte. Das könnte klappen. Nichts wie weg. Ich glaube, sie kommen. Nun gut, Khan. Wie haben Sie damals den Angriff überlebt? Raus mit der Sprache. Wissen Sie, mein Vater war ein sehr begabter Illusionskünstler. Abend für Abend füllte er ganze Zelte. Das Publikum liebte ihn. Kurz vor seinem Tod brachte er mir die wichtigsten Tricks bei. Ich lernte mich zu verstellen, andere Menschen zu täuschen, auszutricksen. Das ist mir scheinbar gelungen. Und warum das? Statt sich totzustellen, hätten Sie uns in Bannockburn helfen können. Wir hätten Sie gebrauchen können. Sie haben es doch auch ohne mich geschafft. Das mag sein. Aber durch einen glücklichen Zufall und dank einer Menge Plastiksprengstoff. Und wegen des Vollidioten Flap. Der hat doch tatsächlich versucht, mit dem Mund das Feuer auszublasen. Ich wäre Ihnen keine große Hilfe gewesen. Warum nicht? Ich habe Sie damals im Zug angelogen. Wir waren nicht von Beginn an auf einer Seite. Ich war Auftragskiller, ein Söldner, der für Geld sein Leben aufs Spiel setzte. Ich verstehe nicht. Die Templer waren mir schon vor den Ereignissen in Paris, Bannockburn oder Syrien ein Begriff. Aber nicht etwa, weil ich im Geschichtsunterricht besonders gut aufgepasst habe, sondern weil ich von ihnen angeheuert wurde. Sie haben für die Templer gearbeitet? Genau so war's. 100.000 Dollar waren ein guter Grund für die Neotempler zu arbeiten. Mein erster Auftrag führte mich nach Japan, wo ich einen Politiker ermordete. Dann kam ich nach Paris. Dann kam Plantin. Und warum zum Teufel wollten Sie George umbringen? Genau. Warum wollten Sie mich umbringen? Er war ein unangenehmer Zeuge, weiter nichts. Allerdings wurde ich eines Tages neugierig und habe hinterfragt. Ich las alles, was ich über die Templer und ihre Vergangenheit in die Hände bekam. Alte Zeitungsberichte, Dokumente aus dem Mittelalter, Reportagen in Fachmagazinen, einfach alles. Das gefiel den Templern gar nicht. Danach war ich auf der Abschussliste. Dies zwang mich, gegen sie zu agieren. Ich fasse es nicht. Ein Berufskiller mit Gewissensbissen. Auch Berufskiller haben, so absurd das klingen mag, eine Seele, Monsieur Stobart. Ich entschied mich Seite an Seite mit ihnen zu kämpfen. Trotzdem versuchten sie mich weiter umzubringen. Falsch. Ich hatte nie die Absicht, sie umzubringen. Ach nein? Haben Sie Syrien etwa vergessen? Ich jedenfalls nicht. Das war ein weiter, sehr weiter Sprung. Wie ich bereits sagte, ich kann mich wunderbar verstellen und Platzpatronen taten damals ihr Übriges. Was? Sie meinen, ich bin die 40 Meter wegen Platzpatronen heruntergesprungen? Naja, das war doch immerhin mal eine Erfahrung. Sie sagten, Sie wären uns keine große Hilfe gewesen. Wieso? Ganz einfach. Ich habe mir beim Sturz im Zug das linke Bein gebrochen. Was hatten Sie eigentlich im Haus von Jimmy McLaw zu suchen? Ach, das ist etwas kompliziert.
Nur so viel. Die Templer existieren immer noch. Ich hebe die Hundemarke auf. Der Name Doc ist eingraviert. Wie originell. Hallo, mein Name ist George. Und deiner? Ich heiße Miranda. Wie alt bist du denn, Miranda? Ich bin 12. Warum bist du denn so traurig? Mein Hund ist weggelaufen. Willst du ihn denn nicht suchen? Das kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin blind. Max ist mein Blindenhund. Verstehe. Soll ich ihn für dich suchen? Das würden Sie für mich tun, Mister? Ja, Miranda, das mache ich gern. Vielleicht finden Sie auch meine Hundepfeife. Max hat sie möglicherweise bei seinem Ausbruch mitgerissen. Ich sollte sie besser in Ruhe lassen. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie! Ja, ich bin ja nicht taub. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Ahnung, warum der Zug entgleist ist? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht ein Anschlag. Was sollte das bringen? Verletzte, wenn nicht sogar tote Menschen. Kann ich nichts zu sagen. Verstehe. Haben Sie zwei Personen aus dem Zug gehen sehen? Ein Mann, südländischer Typ, und eine Frau, recht groß, schwarze Haare. Wenn ich gesehen hätte, wie zwei Personen aus dem Zug gegangen wären, würde ich wohl nicht mehr hier sitzen. Meinen Sie nicht auch? Okay. Geht es Ihnen gut? Es geht. Ich habe mir leichte Prellungen zugezogen. Doch wenn ich mir die anderen Passagiere hier so anschaue, dann habe ich wohl noch Glück im Unglück gehabt. Freut mich zu hören. Okay, ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen. Bei näherem Untersuchen fällt mir auf, dass die Tür ein klein wenig verbogen ist und dadurch in der Mitte einen Spalt bildet. Der Hund schnüffelt verdächtig an der Sitzbank. Oh mein Gott, das sieht aus wie eine Bombe! Die Zünduhr zeigt 30 Minuten an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sie klebt bombenfest. Ich bekomme sie nicht ab. Ich schaue mir den Hund nochmal genauer an. Dabei fällt mir auf, dass er die Hundepfeife von Miranda mitgerissen hat. Vorsichtig nehme ich sie ihm ab. Mit der spitzen Hundemarke zerschneide ich die Klebestreifen der Bombe. Auch wenn mir der Gedanke, mit einer tickenden Bombe in der Tasche herumzulaufen, gar nicht gefällt, muss ich es tun. Schließlich könnte jemand den Mechanismus auslösen.
Hey, Miranda, ich habe deinen Hund. Oh, vielen, vielen Dank, Mister. Keine Ursache. Wenn ich was für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen. Okay, das werde ich machen. Darf ich Sie kurz stören? Ja. Woher kommen Sie? Aus China, mein Herr. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Was ich sagen wollte, waren Sie schon die ganze Zeit hier im Zug? Ja, natürlich. Was glauben Sie denn? Sie sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Ach, kann nicht sein. Haben Sie eine junge Frau und einen Mann südländischen Typs gesehen? Kann sein, ich ja. Weiß nicht. Wie kann sein? Ich habe... Hey, ist alles in Ordnung? Oh nein, er ist tot. Sein Verhalten auf die Frage, ob er Nico und Khan gesehen hat, war sehr merkwürdig. Ich untersuche die Leiche. Dabei finde ich ein Foto, auf das mit kaum leserlicher Schrift das Wort Xi Hang geschrieben ist und einen Brief. Am Schluss wird der Brief unleserlich. Ich kann nur noch Bruchstücke erkennen. Der Mann schrieb etwas von Temrit. Waren damit etwa die Tempelritter gemeint? Das würde keinen Sinn ergeben. Was hat ein chinesischer Prinz mit den Templern zu tun? Ich untersuche die Leiche ein zweites Mal und finde eine Packung Klebestreifen. Das Päckchen mit der Bombe ist jetzt voller Kleber. Und jetzt? Durch den Kleber bekommt das Päckchen genug Haftung, um im Spalt zu bleiben. Ein Blick auf die Zünduhr verrät mir, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Nur noch 5 Minuten. Jetzt aber schnell. Ich muss die anderen Passagiere warnen. Nur wie? Ich muss irgendwie ihre Aufmerksamkeit erregen. Die Zeit drängt. Ich bin's nochmal, Miranda. Hallo, kann ich helfen? Könntest du mir mal kurz deine Hundepfeife ausleihen? Okay, kein Problem. Hier, bitteschön. Danke. Hören Sie mir bitte zu. Begeben Sie sich umgehend an das andere Ende des Zuges. In wenigen Minuten wird es hier eine Explosion geben. Beeilen Sie sich! Ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem Hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Ich kann nicht einfach so in eine Apotheke reinspazieren und Utensilien von der Theke nehmen. Guten Tag! Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich bitte Sie, wenn ich Ihnen helfen kann, dann sagen Sie es mir doch. Andernfalls lassen Sie mich bitte meinen Job machen. Ich habe keine Lust auf eine mehr oder weniger illustre Unterhaltung. Ich dachte nur, dass Sie... Ich habe doch gesagt, dass Sie mich nicht stören sollen, sofern Sie keine medizinische Hilfe brauchen. Verstanden. Könnte ich so ein Fläschchen bekommen? Das ist ein Abführmittel. Ich weiß. Ich leide schon seit Tagen unter Verstopfungen. Unter welchen Symptomen leiden Sie? Nun ja... Wusste ich es doch. Hören Sie, Mister, das Fläschchen gibt es zwar umsonst. Und auch ohne jegliches Attest des Arztes.
Dennoch verlange ich von den Leuten, dass sie es nur dann nehmen, wenn sie es wirklich brauchen. Und so wie es scheint, brauchen sie es nicht. Ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem Hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Moment mal, Verstopfung? Hier steht etwas über die Symptome. Die Kinder klagen über erhebliche Bauchschmerzen und Rückenbeschwerden. Hinzu kommt noch das unangenehme Übelkeitsgefühl. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Ich kann nicht einfach so in eine Apotheke reinspazieren und Utensilien von der Theke nehmen. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Mister, kann ich eine der Flaschen nehmen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass... Okay, Stobbart, jetzt musst du zeigen, wie gut du schauspielern kannst. Aber diese fürchterlichen Bauch-, Kopf- und Rückenschmerzen... Sie scheinen tatsächlich Probleme zu haben. Nehmen Sie besser eins, aber nur das eine. Sie sind hier der Wirt? Nein, der heilige St. Peter. Immer mit der Ruhe, ich habe nur gefragt. Und ich nur geantwortet. Okay, also Sie sind der Wirt. Wundern Sie sich nicht, warum hier nicht so viel los ist? Gegenüber hat ein neuer Pub seine Pforten geöffnet. Bobby Country, wie edel. Seitdem läuft das Geschäft nicht mehr so besonders. Bis auf Mike und Steven dort drüben verirren sich nicht mehr viele hierher. Die beiden gehören schon fast zum Inventar. Und was machen Sie dann den ganzen Tag? Nicht viel. Ich putze Gläser, lese Zeitungen und was sonst noch anfällt. Manchmal habe ich richtig Glück und die Spülmaschine gibt ihren Geist auf. Die kann ich dann reparieren. Was lesen Sie denn für Zeitungen? Das ist mir egal. Hauptsache irgendwas. Ich würde mir sogar die Zeitung von vor 5 Jahren anschauen. Haben Sie eine dunkelhaarige Frau mit einem südländisch aussehenden Mann gesehen? Ist das Ihre Frau? Nein, noch nicht. Das ist meine Freundin. Sie sind also ein Paar? Ja, kann man so sagen. Warum läuft sie dann ohne Sie mit einem Südländer durch die Gegend? Das ist eine lange Geschichte. Hören Sie, ich möchte Ihnen nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Deshalb, haben Sie sie gesehen oder nicht? Nein. Wissen Sie was über die Templer? Oh ja, sehr viel, Sir. Dadurch, dass ich sehr viel lese und mich auf Seminaren weiterbilde, erfahre und lerne ich sehr viel. Und die Templer haben es mir angetan, mein zweites Hobby sozusagen. Ja, meines auch sozusagen. Dann fangen Sie mal an. Das ist ein mittelalterlicher Ritterorden, der unter Philipp dem Schönen ausgerottet wurde. In 3 Wochen wird in Paris eine Ausstellung zu den Templern eröffnet. Da muss ich unbedingt hin, auch wenn meine Frau etwas dagegen hat. Ich bin beeindruckt. Wissen Sie, ob die Templer mit der chinesischen Kultur in Verbindung gebracht werden? Allerdings, die Templer hatten enge Kontakte mit dem chinesischen Hofadel. Welchem Hofadel? Man sagt ihnen Kontakte zum Prinzen Xiang nach. Xihang? Genau. Allerdings rätselt man bis heute, welche Absichten beide Parteien hatten. Schließlich konnte der Prinz den Templern aufgrund seiner schlecht ausgebildeten Leibgarde keine Männer zur Verfügung stellen. Und die Templer waren zu geizig, dem armen Hofadel finanziell zu helfen. Man sagt, dass die Kontakte noch heute bestehen sollen. Gibt es weitere Anhaltspunkte? Scheinbar soll die in Paris stattfindende Ausstellung sehr hilfreich sein und eventuell neue Beweise liefern. Wissen Sie wo in Paris? Leider nein, ich werde mich aber in den nächsten Tagen erkundigen. Ich weiß nur noch so viel. Ein Siegel wird in einer der letzten Schriften des Großmeisters Jacques Dumoulin erwähnt. Er spricht darin von der Rückkehr der Templer, die mit der Hilfe des Siegels eingeleitet werden wird. Gibt es Ihrer Meinung nach solch ein Siegel? Oh ja, Sir, solch ein Siegel gibt es. Was bedeutet das?
nichts. Ich bezweifle sehr stark, dass das Siegel eine tragende Rolle spielt. Jacques Dumoulin wollte kurz vor seinem unfreiwilligen Tode seinen Häschern mit dieser Ankündigung drohen, ihnen Angst machen. Doch er erntete nur spöttisches Lachen. Ich muss so schnell wie möglich nach Paris, zu dieser Ausstellung. Vielleicht finde ich dort das Siegel. Es muss für die Tempelritter eine so große Bedeutung haben, dass sie dafür bereit sind, erneut zu töten. Aber erstmal brauche ich ein Zimmer. Heute geht kein Flug zurück nach Paris. Kann ich mir ein Zimmer mieten? Das dürfte kein Problem darstellen. Wir haben in der oberen Etage einige Zimmer. Die sind alle frei. Dann würde ich gerne eins nehmen. Hier haben Sie den Schlüssel. Die erste Tür links. Danke. Da hängt ein Fußballposter. Ich mag diesen Sport nicht. Nico findet ihn aber toll, wegen der Männer. Nein. Mir ist nicht entgangen, dass Sie ein großer Fußballfan sind. Ja, tatsächlich. Mein Lieblingsclub ist wie bei vielen hier in York, York United. Vor allem Charlie Jackson. Mein Sohn wünscht sich schon lange ein Trikot von ihm. Vielleicht hat Ihr Sohn ja eines Tages Glück. Eine Nadel kann ja nicht schaden. Nein, ich rede... Könnte ich vielleicht die Seife haben, die hier liegt? Nein, können Sie nicht. Die gehört ausschließlich dem Personal. Gibt ja sonst nicht viele Leute hier. Für diese Bemerkung könnte ich Sie aus dem Laden schmeißen. Keine schlechte Idee. Ich könnte dann mal Bobby Country einen Besuch abstatten. Unverschämt hat. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Das glaube ich nicht. Ein Original Charlie Jackson Trikot. Was wollen Sie dafür? Mal überlegen. Wie wär's mit der Seife auf Ihrer Theke? Ein fairer Tausch. Die Seife gehört Ihnen. Ich zerre an der Tür, doch sie geht nicht auf. Ich benutze den Schlüssel für das Schloss der Tür. Er knarrt einmal und rutscht dann wieder aus dem Schloss. Entweder hat mir der Wirt den falschen Schlüssel gegeben, oder das Schloss ist kaputt. Verdammt, der Wirt ist weg. Guten Tag, die Herren. Tag auch. Mein Name ist George Stobbart. Ich bin gerade auf der Durchreise. Ich heiße Mike. Und das da ist Steven. Habt ihr eine Ahnung, wohin der Wirt verschwunden ist? Ja, er wollte nur was Neues zum Lesen kaufen. Müsste aber in einer Stunde wieder da sein. Und wer leitet in der Zwischenzeit den Pub? Das machen wir. Ihr? Ja, warum nicht? Wir sind das schon gewohnt. So oft wie Mr. Parler weg ist. Wisst ihr, wie ich in mein Zimmer reinkomme? Der... Schlüssel klemmt. Das alte Problem. Was kann ich dagegen machen? Haben Sie Lust auf ein kleines Spiel? Sie wollen mir erst sagen, wie die Tür aufgeht, wenn ich mit Ihnen dieses Spiel gespielt habe? Richtig. Und natürlich müssen Sie auch gewinnen. Nichts leichter als das. Sie kennen Armdrücken? Ja, kenne ich. Das wollen Sie machen? Korrekt. Sind Sie bereit? Kann losgehen. Ja. Gewonnen. Gegen Sie habe ich keine Chance. Geben Sie nicht so schnell auf. Ist das Wasser, was Sie da trinken? Ja, ich trinke nämlich keinen Alkohol mehr. Jetzt sind Sie überrascht, stimmt? Etwas schon. Wissen Sie, seit ich vor einigen Jahren vor lauter Trinken den Namen meiner Kinder vergaß, habe ich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Außerdem habe ich seither einen sehr empfindlichen Magen.
Mike rennt wie von der Tarantel gestochen aufs Klo. Durch die Tatsache, dass sein Magen nicht mehr so viel verträgt, hat sich der Prozess beschleunigt. Steven ist ihm hinterhergerannt. So, jetzt ist der Tisch nass. Und nun? Mit dem Wasser und der Seife wird die Oberfläche des Tisches ziemlich schmierig. Mike, noch eine Runde Arm drücken? Gerne doch. Ja. Ha, ich fürchte, Sie haben verloren, Mike. Sieht ganz so aus. Aber ich könnte schwören, dass der Tisch rutschig war. Seien Sie kein schlechter Verlierer. Sie haben recht. Ich bilde mir das wohl alles nur ein. Sie haben fair gewonnen. Und wie bekomme ich die Tür nun auf? Geben Sie ihr einfach einen kräftigen Tritt, dann ist sie offen. Das ist alles? Das ist alles, Sir. Ah, vielen Dank, Mike. Der Wirt sprach von einer Ausstellung in Paris. Nur wo könnte... Denk nach, Stobbart, denk nach. Mir fällt spontan nur das Museum Krün ein. Aber zwei Argumente sprechen dagegen. Erstens, es ist verdammt lange her und ich weiß nicht, ob ich das Museum finde. Zweitens, André, eine andere Wahl habe ich aber nicht. Na toll, ich hab mich verlaufen. Guten Tag. Können Sie mir vielleicht helfen? Das kommt ganz auf Ihre Frage an. Wie heißen Sie? Mein Name ist George Stobbart. Stobbart mit 2 B und 2 T. Wie heißen Sie? Schön, Sie zu sehen, George. Mein Name ist Dr. Blackda. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte keineswegs unhöflich erscheinen, aber warum sind Sie an Händen und Füßen gefesselt? Diese Frage werde ich Ihnen schwer beantworten können, George. Warum? Sie müssen doch irgendetwas Unerlaubtes getan haben. Sonst würde man Sie wohl kaum derartig in Ketten legen. Nun, in meinen Augen war das, was ich getan habe, nicht falsch, George. Nur in den Augen der Menschen, die mich dabei gesehen haben. Wenn Sie mich fragen, geht es hier nicht darum, weshalb ich gefesselt wurde, sondern weshalb Sie mich danach fragen. Es scheint in der heutigen Gesellschaft üblich zu sein, Menschen in Ketten zu legen, obwohl sie nichts verbrochen haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass es wohl nichts Besonderes mehr ist, gefesselt zu sein. Was mich auf die Frage bringt, warum sie in Freiheit leben dürfen. Ist das nicht ein eindeutiges Signal dafür, dass wir in einer Zweiklassengesellschaft leben, George? Wow, wissen Sie, so habe ich das noch nie betrachtet. Dieser Kerl scheint hier zu Recht eingesperrt zu sein. Nun, würden Sie mir dennoch verraten, welche in Ihren Augen völlig korrekte Tat Sie begangen haben, bevor man Sie verhaftete? Ich aß mit einem meiner Patienten zu Abend. Das klingt tatsächlich noch nicht verboten. Vielleicht habe ich Sie doch falsch eingeschätzt. Ist das wirklich alles? Er war das Hauptgericht. Heilige Maria, Mutter Gottes! Das ist allerdings verboten, Doktor. Und ist vor allem nicht die Art und Weise, wie man mit seinen Patienten umgehen sollte. Sie kannten ihn nicht, George.
Sie können das nicht beurteilen. Er war ein unhöflicher Mensch, der in dieser Welt mit seiner Art, mit anderen umzugehen, fehl am Platze war. Aber Sie sollten ihn als seinen Arzt davon heilen. Ich heile das, was ich heilen kann, George. In diesem Fall war es nicht mein Patient, den ich heilen konnte, sondern die Welt, die von ihm befreit werden konnte und somit ein Stück sauberer wurde. Ich habe ihn definitiv nicht falsch eingeschätzt. Doktor, ich glaube, Sie haben ein ernsthaftes Problem. Wenn Sie es sagen, George. Wissen Sie, ich habe aufgehört, den Menschen zu widersprechen. Hier hört mir ja doch niemand zu. Zum Glück. Ich denke, ich habe genug davon gehört. Wechseln wir das Thema. Sie wissen nicht mehr, was Sie sagen sollen. Richtig, George? Nun, es gibt Menschen, mit denen man hervorragend diskutieren kann. Und solche, die nur Smalltalk führen wollen. Auf diese primitive Art des Dialogs lasse ich mich nicht herab. Zu welcher Sorte Mensch gehöre ich Ihrer Meinung nach? Meine Menschenkenntnis ist sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass Sie beleidigt wären, wenn ich Ihnen das sagen würde. Wenn Sie meinen, ich kann auch gut darauf verzichten. Sehen Sie, George? Obwohl ich sie Ihnen nicht gesagt habe, wissen Sie meine Antwort. Sie sind beleidigt und wollen nicht weiter darüber diskutieren. Ich hatte in allen Punkten recht. Er hat recht. Ich glaube, diesem Geisteskranken bin ich tatsächlich nicht gewachsen. Ich suche das Museum Grün. Eigentlich sollte ich wissen, wo es ist, aber ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie das Museum finden. Doch würde ich auch gern einiges über Sie wissen. Hören Sie, ich bin gerade nicht für solche Frage-Antwort-Spielchen aufgelegt. Quid pro quo, George. Sie erzählen mir etwas, ich erzähle Ihnen etwas. Wenn es denn unbedingt notwendig ist. Haben Sie eine Freundin, George? Hey, das ist jetzt doch etwas zu persönlich für mich. Wollen Sie den Weg nun wissen, George? Ich bin mir sicher, dass alle anderen Leute, die hier herumlaufen, nicht annähernd so kooperativ sind, wie ich es bin. Also gut, ja, ich habe eine Freundin. In Ordnung. Gehen Sie diese Straße zuerst weiter geradeaus, bis Sie zu einem Kiosk kommen. Wie heißt Ihre Freundin, George? Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Quid pro quo, George. Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Sie heißt Nico. Gut, George, gut. Bei dem Kiosk müssen Sie links abbiegen, sodass Sie in der Ferne Notre Dame sehen. Gehen Sie dann weiter geradeaus. Wovon träumen Sie nachts, George? Aber... Quid pro. Okay, okay. Ich träume von meiner Freundin und dass sie entführt wird und ich nichts tun kann. Das ist manchmal ganz furchtbar. Ich kann nicht glauben, was ich hier gerade einem Irren erzählt habe. Gehen Sie in die erste Straße auf der rechten Seite. Dort befindet sich das Museum. Hören Sie sie im Traum schreien, George? Hören Sie Ihre Freundin schreien? Passen Sie gut auf Ihre Freundin auf, George. Museum Grün, wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. So ein Mist. Moment, vielleicht gibt es in der Stadt noch ein anderes Museum. Ich komme nicht drauf, wie die Franzosen das Baphomet-Götzenbild früher genannt haben. Maisie vielleicht? Nein, meiner Meinung nach irgendetwas mit S. Wenn uns bloß jemand helfen könnte. Hier steht, dass Montfaucon am nächsten Samstag eine Kollekte für die Dritte Welt plant. Der Priester lädt die Gemeinde ein, zahlreich zu erscheinen und dem Gesang des Chores beizuwohnen. Das ist es! Warum ist mir der Priester nicht früher eingefallen? Er wusste doch schon damals bei meinem ersten Besuch in Paris über die Templer Bescheid. Vielleicht kann er ja helfen. Entschuldigung? Ja, was kann ich für Sie tun, mein Sohn? Erinnern Sie sich noch an mich?
Sie waren der Mann, dessen Kelch ich putzen durfte. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Nein, nein, ist schon gut. Ich habe es ja gerne getan. Ehrlich? Da bin ich aber erleichtert. Haben Sie Nicole Collard gesehen? Das ist meine Freundin, schwarze Haare, adrett gekleidet. Ich bin auf der Suche nach ihr. Tagtäglich laufen Dutzende von Menschen durch die alten Türen dieser Kirche. All die Namen und Gesichter kann ich mir nur schwerlich merken. Aber ich bin mir sicher, dass Sie sie finden werden, mein Sohn. Gott ist mit Ihnen. Können Sie mir sagen, wie man damals das Götzenbild von Baphomet genannt hat? Baphomet? Nein, ich meine auf Französisch. Ach so. Lassen Sie mich überlegen. Ich komme einfach nicht drauf. Aber irgendwo in der Kirche muss es stehen. Okay, ich werde mich umsehen. Trotzdem danke. Keine Ursache. Die Kirche ist immer noch so prächtig, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja, und das haben wir alles der Gemeinde zu verdanken, die durch ihre Spenden nicht nur die armen Geschöpfe in der dritten Welt, sondern auch die Sanierungsarbeiten an der Kirche unterstützt. Kommen Sie denn nächsten Samstag zur Kollekte? Ich kann Ihnen zwar nicht mein Wort darauf geben, aber ich werde versuchen, da zu sein. Wie dankbar ich Ihnen doch wäre. Beim näheren Betrachten der Scheiben fällt es mir ins Auge. Der Schriftzug Baphomet ist unterhalb der Jesusdarstellung deutlich zu erkennen. Dahinter steht irgendwas kleiner geschriebenes. Nein, es hat keinen Sinn. Ich kann es nicht lesen. Da liegt eine Lupe. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen, Monsieur? Für mich bitte einen Kaffee, schwarz. Komm sofort. Bitte schön, ein schwarzer Kaffee. Ein Stück Kuchen würde mir jetzt ganz gut schmecken. Excusez-moi, unsere Patisserie konnte uns diese Woche keinen Kuchen liefern. Verkaufen Sie auch Waffeleis? Ich bitte zu entschuldigen, dass Waffeleis noch nicht in unserem Angebot ist, aber wir bieten recht günstiges Eis am Stiel an. Okay. Ich möchte dann gerne bezahlen. Das macht 2,10 Euro. Das ist ja Wucher. Aber gut, ich werde wohl nicht drum herumkommen. Wahrscheinlich gehört sie einem der Touristen. Ob sie die vermissen werden? Ich schätze mal nicht. Mit der Lupe kann ich das Kleingeschriebene gut erkennen. Neben dem Wort Baphomet steht Sue. Das könnte es sein.
Verzeihen Sie. Hallo? Zoe? Genau. Ja, das war's. Danke, dass Sie uns geholfen haben. Keine Ursache. Vielleicht können Sie mir im Gegenzug auch helfen. Gerne. Wo liegt das Problem? Können Sie mir sagen, wo ich ein Museum finde, das sich vorwiegend mit den Templern oder Ähnlichem befasst? Mal überlegen. Wie wäre es mit dem Museum Notre, in der Nähe von Montfaucon? Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Haben Sie von der Explosion von vor ein paar Jahren gehört? Was? Na, die Explosion. Scherben flogen, ich mittendrin. Und was soll uns das jetzt sagen? Boom! Und alles war kaputt. Nur durch einen Hechtsprung zur Seite konnte ich mein Leben retten. Wie unglaublich spannend. Ja, ja, so war das damals. Können Sie mir sagen, wo ich Informationen über... Ruhe da draußen! Kommen Sie später nochmal vorbei. Ohne eine Eintrittskarte komme ich aber nicht ins Museum rein. Das ist nicht unser Problem. Wir gucken hier Fußball. Sie lassen mich da nicht zufällig rein? Ich kann Sie leider nicht durchlassen, weil in den Räumlichkeiten dahinter zurzeit restauriert wird. Diese Räume stehen den Besuchern erst in 2 Monaten wieder zur Verfügung. Das Museum Grün ist wegen der Restaurierungsarbeiten sogar komplett geschlossen. Oui, das stimmt. Die Stadt investiert viel Geld in die Restaurierung aller Museen und Sie können von Glück reden, dass hier im Museum Nantes zurzeit nur wenige Räume betroffen sind. Wissen Sie was über die Templer? Von den mittelalterlichen Tempelrittern? Ja, von denen ist hinter mir im Raum einiges ausgestellt. Und um was handelt es sich dabei? So genau beschäftige ich mich damit nun auch wieder nicht. Meine Bereiche sind Fußball und meine Frau. Haben Sie eine dunkelhaarige Frau gesehen? Oh mon Dieu, um Himmels Willen, nein. Ich bin glücklich verheiratet. Meistens jedenfalls. Das ist meine Freundin. Ich bin auf der Suche nach ihr. Nein, da kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Tut mir wirklich leid. Ich kann keine 2 Monate warten. Können Sie nicht für mich eine Ausnahme machen? Ich brauche wichtige Informationen, die ich wahrscheinlich nur in diesem Raum bekommen kann. Tut mir leid, Monsieur, aber ich kann Sie nicht durchlassen. Schönes Wetter heute. Wunderbar zum Fußballspielen im Grünen. Oh, ich halte das nicht mehr länger aus. Bitte hören Sie auf, von Fußball zu reden. Sind Sie nicht an dem heutigen Fußballspiel interessiert? Ihre Kollegen vorne im Kassiererhäuschen schauen sich das Fußballspiel zwischen Frankreich und Deutschland an. Möchten Sie sich das Spiel nicht auch ansehen? Sie haben ihr Recht. Ich würde so gerne das Spiel sehen. Ich darf meinen Posten aber nicht verlassen. Ich wäre Ihnen deswegen dankbar, wenn Sie nicht von dem Spiel sprechen würden. Das macht mich ganz traurig. Ihre Kollegen vorne im Kassiererhäuschen schauen sich das Spiel im Fernsehen an. Finden Sie es nicht ungerecht, dass Sie hier arbeiten müssen? Es ließ sich leider nicht anders einrichten. Ich wollte mir ja heute frei nehmen, aber meine Kolleginnen waren schneller als ich. Ich habe es auf die freundliche Art versucht, aber er wollte nicht. Dann muss ich es eben auf die hinterlistige Tour probieren. Boah, 11 Meter für Frankreich! Zidane am Boden! Ah, ich muss dieses Spiel einfach sehen. Können Sie mich für einen Elfmeter bitte kurz vertreten? Aber sicher, das mache ich doch gern. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Lassen Sie niemanden durch und rühren Sie nichts an. Ich bin gleich wieder zurück. Ist zwar keine FHM, aber man muss sich auch anderweitig fortbilden. Es ist eine Art Wissenschaftsmagazin. Titelthema Knochenfund in Israel. Klingt ziemlich interessant.
Hier steht, dass es sich bei dem Pergament um eine der letzten Überlieferungen Jacques de Molay handeln soll. Kurz bevor er auf dem Scheiterhaufen elendig verbrannt wurde, habe Molay seinem Diener und Botenjungen Geoffrey de Charnay das Geheimnis über ein verloren gegangenes Siegel anvertraut, das mächtiger sein soll als die Macht 1000 Götter. Wow, 1000 Götter, ne? Ein Gott reicht wohl nicht. Weiter steht hier, Molay beauftragte Charnay nach dem Siegel zu suchen. Doch ehe er das Siegel fand, ereilte ihn das gleiche Schicksal wie seinen Herrn. Charnay wurde bei lebendigem Leibe von der französischen Inquisition verbrannt. Ihm gelang es zwar, das Pergament vor seinen Feinden zu verstecken, doch das Siegel blieb bis heute unauffindbar. Die einzige Spur, die im Pergament erwähnt wird, führt nach Portugal, Tomar, eine provinzielle Kleinstadt nordöstlich von Lissabon. Im 14. Jahrhundert die letzte europäische Hochburg der Tempelritter. Als auch Tomar fiel und der Ritterorden zerstört wurde, verschwand das Siegel in den Wirren des Krieges spurlos. Es wird jedoch vermutet, dass es noch heute dort vergraben sein soll. Die sandigen und steinigen Hügel vor den Toren Tomars sind heute ein Anziehungspunkt für zahlreiche Archäologen, Touristen und abenteuerlustige Schatzjäger. Das muss es sein. Tomar. Wie bitte? Nichts, nichts. Lassen Sie sich von mir nicht ablenken. Stobbart, du bist fantastisch. Zuerst lege ich die Wache lahm und jetzt kenne ich mein nächstes Ziel. Portugal. Warum nicht? Kann man immer mal wieder gebrauchen. Guten Tag. Ja? Sie würden mir nicht zufällig ein Päckchen Pralinen umsonst geben, weil ich so nett frage. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus, hä? Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen. Kann ich die Pralinen vielleicht mit meiner Kreditkarte bezahlen? Haben Sie eine Mastercard? Nein, nur American Express. Können Sie nicht das Schild lesen? Da steht mit großen Buchstaben drauf, nur Mastercard. Und jetzt vertreiben Sie mir nicht meine Kunden, indem Sie hier so herumlungern. Mister, Sie könnten eine Spur freundlicher sein. Sie interessieren sich nicht zufällig für den Brunnen und die dortigen Arbeiten? Na, nicht besonders. Was soll an einem Brunnen schon interessant sein? Na, hören Sie mal, darin könnte sich der vielleicht größte Schatz der Tempelritter befinden. Tempel... was? Ritter! Tempelritter! Tempelritter! Was sind das für Leute? Haben Sie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Ich war nie in der Schule. Seit wann verkaufen Sie hier schon? Seit dieser verrückte Professor da drüben glaubt, einen Schatz oder sowas ähnliches finden zu können. Das wäre doch möglich, oder? Der findet doch gar nichts. Ich habe ihm vor 2 Wochen gesagt, dass ich meine Armbanduhr irgendwo in der Nähe des Brunnens verloren habe und ihn gebeten, die Augen offen zu halten. Haben Sie sie wieder? Ja und nein. Damals fand ich sie in der Nähe des Brunnens wieder. Doch inzwischen ist sie wieder weg. Mein Gott, können Sie nicht auf Ihre Sachen aufpassen? Wenn man ständig seinen Laden im Auge behalten muss, weil irgendwelche Bengel sich an den Souvenirs zu schaffen machen wollen, ist das eben nicht leicht. Ich habe mir sogar Löcher in die Zeitungen geschnitten, damit ich das Umfeld besser im Auge habe und die Kerle denken, ich würde vom Zeitunglesen abgelenkt sein. Und, ist Ihnen schon einer ins Netz gegangen? Allerdings. Ich habe den Bengel da drüben beim Versuch, einen meiner besten Schokoriegel zu stehlen, erwischt und ihm kräftig den Hintern versohlt. Vielleicht finde ich ja Ihre Uhr. Wenn Sie danach suchen wollen. Ich habe bereits vor einigen Tagen aufgehört, diese verflixte Uhr zu suchen. Aus der Nähe sieht diese Armbanduhr gar nicht mal so billig aus.
Einige Gravuren sind zu erkennen. Il Akel Kalb. Den Spruch kenne ich doch irgendwoher. Obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe, den netten alten Herrn zu bestehlen, nehme ich den mir am griffbereitesten Gegenstand aus der Tasche, einen Bindfaden. Hallo, mein Name ist George. Oh, Verzeihung, Sie haben mich etwas erschreckt. Bom dia, mein Name ist Professor Aruda. Was tun Sie da bei dem Brunnen? Das ist doch kein Brunnen, das ist eine jahrhundertealte Zisterne. Zisterne? Was ist das? Heilige Mutter, das ist ein unterirdischer Auffangbehälter für Regenwasser. Aha, und was tun Sie da bei der Zisterne? Ich blicke hinein. Das sehe ich, aber warum? Ich bin Archäologe und ich darf sagen, dass ich einer ganz großen Entdeckung auf der Spur bin. Und um was handelt es sich dabei? Sie interessieren sich wirklich für Geschichte? Vor etwas über einem Jahr habe ich mich das auch gefragt. Aber dann kam die Sache mit diesen verrückten Templern, die... Sie scheinen wirklich Interesse an Geschichte zu haben. Haben Sie etwas Zeit? Dann erzähle ich Ihnen, wie das von Anfang an war. Klar. Also, wie Sie vielleicht wissen, war Portugal seit jeher das Paradies der Tempelritter. Es war neben Frankreich das erste Land in Europa, in dem der Orden nach seiner Gründung 1119 in Jerusalem Fuß fasste. 1128 bekamen sie von der damaligen Königin Tressa das Kastell von Sure geschenkt, das direkt an der Halbmondfront lag. Halbmondfront? Sie meinen die Front mit den Arabern? Mit den Mauren, ganz richtig. Tressas Sohn und Nachfolger Alfonso, ein Templer, eroberte 1147 mit der Hilfe der Tempelritter die arabische Festung Lushbuna. Heute heißt sie Lissabon. Alfonso machte Portugal unabhängig und wurde der erste portugiesische König. Aus Dankbarkeit schenkte er dem Orden ein Gebiet im Herzen des Landes, wo die Templer diese Burg bauten. Der Meister des Templerordens war zu dieser Zeit Gualdin Paish oder Galdinus, wie er auch genannt wurde. Tomar wurde die militärische Schaltzentrale der Templer. Und weiter? 1291 fiel die letzte christliche Bastion im Heiligen Land und Europa gab den Templern die Schuld. Unheil braute sich über dem Orden zusammen. Ein entdeckter französischer Ermittler namens Esquieu erfuhr im Gefängnis von einem ausgestoßenen Templer, von deren satanischem Treiben und meldete dies dem französischen König... Philipp IV.? Sie kennen die Geschichte? Zum Teil, aber machen Sie weiter. Nun, im Zentrum der Anklage stand ein mysteriöses Götzenbild mit drei Gesichtern namens... Baphomet. Sind Sie sicher, dass Sie nicht lieber selbst weitererzählen wollen? Nein, aber den Teil mit Baphomet können Sie überspringen, den kenne ich schon zur Genüge. Auch, dass das Originalgötzenbild hier in Tomar sein soll? Nein, das ist mir neu. Fahren Sie fort. Diese Information stammt aus einem Protokoll der Inquisition. Es wurde nie gefunden, aber in einem Raum in der Burg ist noch heute ein Baphomet-Bildnis. Es ist der Schlussstein zum Küchengewölbe. Wird er entfernt, stürzt die Decke und mit ihr alle darüber liegenden Stockwerke ein. Ich glaube, meine Mission könnte schwieriger werden, als ich sie zuerst eingeschätzt hatte. Zurück zu den Templern. Nun, am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ließ Philipp IV. Alle Templer in Frankreich verhaften. Auch in Spanien wandte man sich gegen die Templer, nachdem die arabische Bedrohung beseitigt worden war und die Templer nicht mehr von Nutzen waren. Die spanischen Templer flohen 1308 über den Tejo nach Portugal, in die Festung Almorol. Sie nahmen ihre Schätze mit und man vermutet, dass sie später hierher nach Tomar gebracht wurden. Aber wieso glaubten die Templer in Portugal sicher zu sein? Der portugiesische König Dinis hatte die Taten der Templer nicht vergessen und war ihnen dankbar. Er gewährte ihnen Schutz. Tatsächlich war er es, der zusammen mit dem Templermeister João Lourenço den Orden unter anderem Namen neu gründete. Als Orden der Christusritter lebten die Templer hier weiter. Selbst ihr Markenzeichen, das Rote Kreuz, behielten sie. Aber was ist jetzt mit der Zisterne? Welche Zisterne? Ach so, aber sicher, darauf komme ich jetzt. Diese Zisterne ist viel zu raffiniert gebaut, um einfach nur als Regentonne gedient zu haben. Ich vermute, dass die Templer hier etwas enorm Wichtiges versteckt haben. Moment, sagte er eben enorm wichtig? Meinte er vielleicht das Siegel, das ich suche? Erzählen Sie mir mehr darüber. Haben Sie schon nähere Details? Irgendwelche Vermutungen, was es sein könnte?
Wer weiß das schon? Vielleicht das Siegel der Templer, welches bei der Auslöschung des Ordens verschwand. Vielleicht das fünfte Evangelium, das Christus eigenhändig schrieb und das so wie der Heilige Gral im Besitz der Templer gewesen sein soll. Das Siegel, die Rückkehr der Templer. Genau, die Zeit der Wiedergeburt, die Stunde der Rache, die Entstehung des neuen Imperiums. Und das mit Hilfe eines einzigen Siegels? Wie hätten die Templer das anstellen sollen, Professor? Die Frage sollte lauten, wie können die Templer das anstellen? Können? Ja, George, können. Nach der Ausrottung des Templerordens verschwand das Siegel spurlos. Philipp der Schöne ließ hunderte seiner Soldaten nach dem absoluten Wahrzeichen des Ritterordens suchen, denn er wusste genau, welche Macht dieses Siegel besaß und der Legende nach bis heute immer noch besitzt. Welche Macht? Sie haben wohl nicht zugehört, George. Die Macht der Rückkehr. Wollen Sie mir damit sagen, dass dieses Siegel mystische Kräfte hat? Seien Sie nicht dumm, George. Das Siegel an sich nicht. Aber ich vermute, dass es eine Art Mechanismus auslösen kann, durch dessen Aktivierung sich Einsteins Theorie der Raumkrümmung bestätigen könnte. Ich verstehe nicht genau, welche Rolle spielt Einsteins Theorie dabei? Durch die Krümmung des Raumes ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Und warum ist bislang noch kein Mensch in die Vergangenheit gereist? Woher wollen Sie das wissen? Wollen Sie damit... Nein, nein. Ich wollte damit nur andeuten, dass man sich seiner Sache nie sicher sein kann, George. Merken Sie sich das. Glauben Sie denn daran, dass Menschen bereits in die Vergangenheit gereist sind? Bislang jedenfalls nicht, denn keine Maschine der Welt ist imstande, dieses Tor aufrechtzuerhalten. Die Energie dieses Gravitationsfeldes zerfällt in wenigen Millisekunden und damit auch das Tor. Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, korrekt? Das habe ich nicht gesagt. Fakt ist, dass es heutzutage Maschinen gibt, die das Gravitationsfeld für kurze Zeit öffnen können. Nur braucht man etwas, um es offen zu halten, es zu stabilisieren. Und hier kommt das Templer-Siegel ins Spiel. Wie kann ein einziges Siegel solche Energieströme stabilisieren? Es ist der Glaube, George. Millionen von Menschen sind im Glauben an dieses Wahrzeichen gestorben. Es hat so etwas wie eine eigene Kraft entwickelt, die stärker ist als das gesamte Gravitationsfeld und die das Tor somit offen hält. Das ist der mystische Teil bei der Sache. Die Templer brauchen dieses Siegel also, um dadurch das Gravitationsfeld zu stabilisieren und in die Vergangenheit zu reisen. Und was ergibt das für einen Sinn? Warum Zeit der Rückkehr? Schauen Sie, durch das Gravitationsfeld ist es möglich, durch die Zeit zu reisen. Allerdings nur eine bestimmte Zeit. 700 Jahre. Das leuchtet mir nicht ein. Denken Sie nach, George. Denken Sie nach. Was jährt sich in 3 Tagen zum 700. Mal? Die Schlacht von Paris. Genau, die Schlacht von Paris am 10. Oktober 1303. Hunderttausende Templer starben vor den Toren der Stadt bei dem Versuch, den damaligen König zu stürzen, um so Frankreich zu beherrschen. Da Frankreich damals die Macht Europas war, ist es nicht auszudenken, wie das Europa von heute aussehen würde, wenn die Templer die Schlacht gewonnen hätten. Und jetzt? Wir müssen sie aufhalten. Die Neo-Templer werden versuchen, das Siegel an sich zu reißen und so einen Tag vor der Schlacht, also am 9. Oktober 2003, 700 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Dabei werden sie moderne Waffen mitnehmen, die Truppen zusätzlich durch ihre eigenen verstärken. Die Schlacht wäre ein Kinderspiel. Alles, was wir heute als moderne und demokratische Zivilisation kennen, würde von einem Moment auf den anderen aus unserem Gedächtnis verschwinden. Das vermute ich zumindest. Keiner hat nur die geringste Vorstellung, welche Auswirkungen eine Veränderung der Vergangenheit auf uns Menschen in der Gegenwart hätte. Warum eigentlich Rückkehr der Templer? Das dürfen Sie nicht so wörtlich nehmen. Mit Rückkehr ist vielmehr der symbolische Wert gemeint. Die Kultur der Templer, die durch den Eingriff in die Geschichte zurückkehren würde und auch wird, wenn wir sie nicht stoppen. Was ist, wenn sich da unten nicht das Siegel befindet? Dann stehe uns Gott bei. Also, worauf warten wir noch? Lassen Sie uns reinklettern und nachsehen. Leider nein. Das portugiesische Kulturministerium hat Grabungsarbeiten verboten. Hä? Wieso das denn? Wer weiß. Aber jedenfalls darf ich dort nicht hinunter. Und Sie auch nicht. Und wenn Sie mal kurz einnicken würden und ein Ihnen völlig unbekannter Tourist fiele aus Versehen und sehr vorsichtig in dieses Loch und dort fände er... Vergessen Sie es, bei allem Forschergeist, ich werde mich an die Gesetze halten. Hier geht es aber um unsere Zukunft, Professor. Und Sie wollen sich an Gesetze halten? Die wird es bald nicht mehr geben, wenn Sie so weitermachen.
Tja, die Gesetze befolgen und anschließend getötet werden. Gibt es denn überhaupt nichts, was sie dazu bringen könnte, den Brunnen zu verlassen? Ich fürchte, nein. Verdammt. Können Sie mir noch eine Frage beantworten? Sicher. Welche Rolle spielt dann der Prinz von Xihang? Ich habe Beweise, dass die Templer damals mit dem chinesischen Hofadel in Verbindung standen. Das stimmt. Jacques Dumoulin bat Prinz Dorimacha II. Um 100.000 Soldaten seines Hofes, um so die Schlacht zu gewinnen. Und hätte er sie bekommen, wäre die Schlacht siegreich, wenn auch blutig, gewonnen worden. Er hat sie nicht bekommen? Nein, der Prinz hatte Zweifel an der Loyalität Dumoulins und ließ ihn nach langen, nervenaufreibenden Verhandlungen wie eine heiße Kartoffel fallen. Dumoulin schwor damals Rache, doch es kam anders. Ich vermute, dass die heutigen Tempelritter sich am Hofadel für den damaligen Verrat, denn als solcher wurde es betrachtet, rächen wollen. Nur weiß man bis heute nicht genau, wo sich der Kern des Hofadels aufhält. Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Si, faz favor. Hey, du da. Wer, ich? Ja, du. Hast du mal kurz Zeit für mich? Was macht so jemand wie du an einem Ort wie diesem? Ich lebe hier, Sir. Hier auf der Straße. In der Natur. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich verdiene mein Geld nur mit Schuhputzen, Betteln und Stehlen. Könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Siehst du diesen Professor da drüben am Brunnen? Er lässt mich nicht am Brunnen arbeiten. Lenk ihn doch bitte ab. Und was springt für mich dabei heraus? Lass mal überlegen. Wissen Sie, Sir, ich habe es nie geschafft, dem Souvenirladenbesitzer etwas zu stehlen. Er scheint zwar immer abgelenkt, wenn er in seiner Zeitung liest, aber er hat Löcher hineingeschnitten, durch die er immer alles im Blick hat, sobald sich jemand nähert. Ich schwöre Ihnen, Sir, ich wollte mir nur einmal eine Tüte Burg-Schokoladenpralinen nehmen. Da hat er mir den Hosenboden versohlt, Sie glauben es nicht. Seitdem jagt er mich weg, sobald ich in die Nähe seines Ladens komme. Ich denke, das ist auch richtig so. Diebstahl ist keine gute Methode, sich sein Brot zu verdienen. Aber ich hatte damals kein Geld und ich habe noch nie Schokolade gegessen. Das kann ich allerdings verstehen. Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Also gut, hilfst du mir, wenn ich dir deine Schokolade besorge? Aber nichts lieber als das, Sir. Ich habe Ihre Armbanduhr gefunden. Danke. Und was bekomme ich sozusagen als Finderlohn? Sie erwarten einen Finderlohn? Also jetzt hören Sie mir mal zu. Sie bitten mich darum, Ihre Uhr zu suchen, was ich dann auch tue und dadurch wertvolle Zeit meines Lebens für Sie opfere und dann gewähren Sie mir noch nicht einmal einen Finderlohn? Also schön. Hier haben Sie einen Schlüsselanhänger. Entschuldigen Sie mein unfreundliches Auftreten. Hi, ich bin es nochmal. Ich habe Ihnen doch schon einen Finderlohn gegeben. Haben Sie keine Lust mehr zu lesen? Ich habe nichts mehr zu lesen. Diese Zeitungen kenne ich in- und auswendig. Und außerdem, was geht Sie das an? War nur eine Frage. Ich gehe dann mal wieder. Auf Wiedersehen. Wollen Sie vielleicht mal mein Magazin lesen? Das ist ja in Französisch. Mist, das habe ich im Eifer des Gefechts vergessen. Da habe ich aber Glück, dass meine Mutter aus Bordeaux kam, wie? wie? Geben Sie einfach her und verschwinden Sie. Der Verkäufer hat vergessen, Löcher in das Magazin zu stechen. Doch ich fürchte, dass er meinen großen Schatten bemerken würde, sobald ich mich über den Stand beuge, um die Schokolade zu stehlen. Prima, jetzt habe ich die Schokolade. Hier hast du deine Schokolade. Herr damit. Und wen soll ich jetzt nochmal für Sie ablenken? Den Mann am Brunnen. Okay, ich werde seine Tasche klauen. Das kann ich am besten. Prima. Der Junge hat die Tasche des alten Herrn geklaut, was zur Folge hatte, dass der ihm hinterhergerannt ist. Der Weg ist frei.
Der Abstand zum Boden beträgt etwa 4 Meter. Da aber auf der Innenseite des Brunnens viele Felsen herausgeschlagen wurden, kann ich hinunter und später wieder hinaufklettern. Sieht aus, als wenn irgendetwas darunter verborgen wäre. Das ist die Hälfte eines Schlüssels. Die Templer müssen hier also auch noch die zweite Hälfte des Schlüssels verborgen haben. Nur wo? Nachdem ich mit dem Schraubenzieher dem sehr brüchigen Mauerstein den Rest gegeben habe, kommt nun die zweite Hälfte des Schlüssels zum Vorschein. George Stobbart, abermals auf den Spuren der Templer. Ja, das ist es. Ich kann es kaum fassen, was meine Augen erblicken. Das ist das Siegel. Wir sind den Templern zuvorgekommen. Wir haben es geschafft. Das muss ich sofort dem Professor erzählen. Nein, Sie werden das Siegel nie bekommen. Geben Sie es mir, Professor Aruda, sofort. Auch wenn Sie unseren Orden durch Ihr plötzliches Verschwinden verraten haben, werden wir Sie fürstlich belohnen. Niemals. George, laufen Sie. Monsieur Stobbart, schön, Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. Sie haben da etwas, das uns gehört. Ach, wirklich? Flap, erschieß den Professor und dann hol ihn dir. Da ist eine lange Treppe. Ich vermute, sie führt nach draußen in die Freiheit. Ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit für Erklärungen. Nimm die nächste Maschine von Paris nach Peking, frage dort nach Brei. Er bringt dich zu mir nach Xihang. Vertrau mir, Nicole. Da ist ein Anrufbeantworter. Ich besitze in Amerika so ein Teil und hasse es. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jacques Bormelo und ich bin heute Ihr Kapitän. Wir haben heute ein regnerisches Wetter, doch wird uns dieses auf unserem Flug nicht beeinträchtigen. Wir werden unser Ziel, den Flughafen von Peking, voraussichtlich in 8 Stunden erreichen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Einen Drink, der Herr? Okay, dann warte ich eben, bis die Dame vorbei ist und beginne meine Erkundung des Flugzeuges danach. Einen Drink, der Herr? Ah! Was haben Sie getan? Den ganzen Kaffee einfach über mich geschüttet. Unqualifiziertes Personal. Und für so etwas bezahlt man auch noch Geld. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. So etwas Dummes. Wie konnte mir das nur passieren? Bitte, lassen Sie mich das sauber machen. Guten Tag, mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Guten Tag, Braun ist mein Name, Sigmund Braun. Sind Sie der Kapitän hier? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Reisender, genau wie Sie, nehme ich an. Wenn ich der Captain wäre, würden Sie mich wohl an meiner Uniform erkennen. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille am Flughafen verloren.
und muss zugeben, dass ich ohne sie ziemlich blind bin. Ich kann froh sein, dass ich den richtigen Flieger erwischt habe. Guten Tag, mein Name ist George Stobart. Oh, hallo. Ich bin Armando. Wie geht's dir, George? Danke, ganz gut. Hätten Sie was dagegen, wenn wir uns ein wenig unterhalten? No problema. Ich mag Flugreisen auch nicht, auf denen man einfach nur rumsitzt. Erzählen Sie etwas über sich, Armando. In Ordnung. Ich komme aus Argentinien, wo ich auf einer Großbaustelle arbeite, aber nebenberuflich bin ich Bodybuilder. Das ist meine große Leidenschaft. Klingt interessant. Und was tun Sie hier in Frankreich? Ich bin auf dem Weg zu einem großen Wettbewerb. Junge, wenn ich den gewinne, kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Wissen Sie, ich hatte auch mal eine sehr durchtrainierte Figur. Es stimmt zwar nicht, aber man wird doch wohl mal ein bisschen angeben dürfen. Ach ja? Nun, viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Entschuldige, George. Ein kleiner Scherz. Schon okay. Lassen wir das. Bis später. Adios, mi amigo, George. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das Herz begehrt. Oh, ein Saft reicht fürs Erste völlig. Kommt sofort. Das Stück Metall ist zu dick. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Bis später. Adios, mi amigo, George. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Kommt ganz drauf an. Also, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht dieses kleine Stück Metall verbiegen könnten. Scherze schon. Aber hol mir erst mal was zu trinken. Junge, ich bin am Verdursten und dieses Stuhl, das kommt einfach nicht. Zufällig habe ich eine Dose Cola dabei. Das Problem ist nur, dass ich sie nicht aufbekomme. Zeig mal her. Kein Problem für mich. Hey, Sie sind wirklich stark. Ja, jetzt brauche ich nur noch was zu futtern. Hören Sie, ich arbeite wirklich dran, aber dazu müssten Sie mir erst mal diesen einen Gefallen tun. Na, dann gib mir mal dein Stück Metall. Das habe ich Ihnen schon gegeben. Oh nein, sagen Sie bloß, Sie haben es... Ah, hier habe ich es. Hab wohl aus Versehen drauf gesessen. Bitteschön. Riecht zwar jetzt etwas nach argentinischem Frühstück, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wow, es ist bereits verbogen. Ziemlich perfekt sogar. Dieser Typ scheint einen verdammt durchtrainierten Hintern zu haben. Na bitte, offen. Bitte sehr. Vielen Dank, das ist genau das Richtige. Noch etwas zu trinken, Sir? Oh ja, bringen Sie mir noch einen Saft.
Bitte schön. Danke. Das schmeckt aber anders als der Saft davor. Er brennt fast ein bisschen. Es ist mir sonnenklar. Dieser Mann ist einiges gewohnt. Dieser Rum muss bei jedem Normalsterblichen brennen wie die Hölle. Oh, ja, das ist eine neue Geschmacksrichtung. Schmeckt sie Ihnen? Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche davon. Kommt sofort. Ihr Saft, Sir. Danke. Reisen Sie zum ersten Mal? Nein, ich habe leider schon einige Flüge hinter mir. Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie, doch was sich im Verborgenen bei den unterschiedlichsten Fluggesellschaften abspielt, ist nicht mehr akzeptabel. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag der Fluggesellschaften. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, es ist wahr. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist. Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung einer anderen flüssigen Speise zum Tod führen kann. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach, kommen Sie. Was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Knapp 4 Millionen Euro. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der dann lautet, dass bei jedem während dem Flug erkrankten Passagier eine Summe von 4 Millionen an die betreffende Fluggesellschaft geht. Das klingt obskur, doch es ist die Wirklichkeit. Man spricht vom Vertrag 20. Natürlich machen die Firmen das nicht immer, doch folgen die Anschläge einem ganz bestimmten Muster. Etwa im 4-Monats-Abstand. Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Doch ehe man selbiges untersuchen konnte, war die Nahrung verschwunden. Vielleicht war das Essen einfach nur verdorben, das kann doch mal passieren. Eben nicht. Eine rosa Verfärbung kommt nur im Zusammenhang mit Hexanol vor. Es gibt kein anderes Mittel, das solch eine Reaktion auslösen könnte. Dabei kommt es darauf an, ob es eine helle oder dunkle rosa Verfärbung ist. Bei der hellen besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der dunklen jedoch kann man seinem Leben Adieu sagen. Sehen Sie hinter dem Vorhang, wie die Flugbegleiterin dieses kleine Fläschchen in ihren Schrank stellt? Das ist es. Sie wartet nur auf eventuell kommende Anweisungen und dann, zack. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles Mögliche sein. Seien Sie gewarnt. Mal schauen, was das Bordmagazin so zu bieten hat. Hier, bitte, Ihr Getränk. Aber ich habe doch nichts bestellt. Ach, das hat Ihr Sitznachbar für Sie getan. Guten Tag. Ich bin Monsieur Bray. Als Gäste der Höflichkeit sah ich mich dazu verpflichtet, Ihnen einen kleinen Drink zu spendieren. Oh, das tut mir leid. Ich trinke keinen Alkohol. Sind Sie sicher? Der Drink schmeckt wirklich gut. Entschuldigen Sie mich. Wenn er Ihnen so gut schmeckt, überlasse ich den Drink lieber Ihnen. Nein, nein. Ich hatte heute schon 2. Wie Sie wünschen, Monsieur. Sollte ich Skrupel haben? Ja, ich nehme das Geld dennoch an mich.
Ich werde mir die Geldbörse mal etwas genauer ansehen. Prinz Chen Yang von Xihang und Christoph Brei. 18. Juli 2002. Mal schauen, ob ich noch etwas finde. Dieser Mann wollte mich töten, damit ich den Jungen nicht finde. Aber wenn Brei mit dem Prinzen auf einem Foto ist, heißt das, dass ich zu spät komme. Nun brauchen sie nur noch das Siegel. Gott sei Dank habe ich das. Vielen Dank, Stobart. Bitte folgen Sie mir, ohne Aufsehen zu erregen, zur Bordtoilette. Okay, aber ich warne Sie. Ich kann in engen Räumen Platzangst bekommen. Sie haben also das Siegel. Zerstören Sie es. Wovon reden Sie? Ich bin nicht von den Tempelrittern. Ach, kommen Sie. Ich habe zwar schon einige Male was auf den Kopf bekommen, doch für so dumm können Sie mich nicht verkaufen. Ich habe Ihr Angehörigkeitsabzeichen gesehen. Sie denken wohl, dass es nur auf Seiten der Neotempler Spitze gibt. Sie wollen also sagen, dass Sie nicht den Templern Ihre Hörigkeit verschrieben haben und stattdessen gegen selbige spionieren? So könnte man es sagen. Wer schickt Sie? Ich arbeite beim französischen Geheimdienst. Und was wollen Sie mit mir? Geschweige denn mit den Templern? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin geduldig. Ich denke, Sie haben Platzangst. Schon, aber nur in dunklen, verlassenen, alten syrischen Höhlen, deren einziger Türgriff sich gut versteckt in einer Felswand befindet. Ah, ja, geht mir auch so. Wie dem auch sei, wir ermitteln bereits über 7 Jahre gegen die Neotempler. Wegen Verdachts des Massenmordes, der unerlaubten Sektenausübung sowie des Gebrauchs von Drogen. Doch der Erfolg blieb uns leider verwehrt. Wir konnten ihnen nichts nachweisen. Jegliche Beweise sowie Zeugen verschwanden kurz vor dem Gerichtsprozess. Bis wir vor knapp 3 Monaten mitbekamen, dass Sie und Ihre Freundin Nicole Collard in der Vergangenheit in privater Sache gegen die Tempelritter ermittelten. Daraufhin nahmen wir Kontakt zu Ihrer Freundin auf. Diese erzählte uns, dass Sie in die USA reisten. Zudem konnte sie uns nützliche Hinweise über die Templer geben. Wir schleusten sie also als Spionin in den Orden ein, damit sie noch mehr über diese Sekte herausfindet. Moment, Nico sagte, sie wäre den Templern zwar beigetreten, doch nur um ihren Onkel aus deren Klauen zu befreien. In der Tat, das war aber nur eine ihrer Aufgaben dort. Ihr Onkel war unser einziger Kontaktmann, doch irgendwann riss die Verbindung zu ihm ab. Da war es natürlich rentabel, dass es ausgerechnet Mademoiselle Collards Onkel war. Anreiz genug, sich als Spionin für uns engagieren zu lassen. Auf jeden Fall klappte es einige Zeit lang ganz gut, bis sie von den Neotemplern eine treue Aufgabe bekam. Sie musste den größten Templergegner von Paris umbringen, den Bürgermeister. Also stimmt es doch, was man in den Zeitungen gelesen hat? Nein. Ihre Freundin sträubte sich dagegen. Sie wollte mit ihrem Onkel und den Beweisen fliehen, doch ihre Tarnung flog irgendwie auf. Ihren Onkel und unseren Kontaktmann musste sie zurücklassen. Aber sie hat uns sehr gute Beweise mitgebracht. Darunter auch die Geschichte mit der Zeitreise, wegen der Sie ja eifrig unterwegs sind. Auf jeden Fall riet uns Ihre Freundin, Sie als Hilfe in die Sache einzuschalten. Allerdings wurde Frau Collard von diesem Zeitpunkt an rund um die Uhr bewacht. Und so mussten wir uns was einfallen lassen. Wir ließen Nicole für einige Tage verschwinden. Zudem schrieben wir an Sie die Nachricht, Ihre Freundin wäre verstorben. So dachten die Templer, die Nicoles Post ständig abfingen, sie wäre tot und bewachten sie seitdem nicht mehr. Sie, Monsieur Stobart, dachten zwar auch, sie wäre tot, doch so kamen sie uns Gott sei Dank zu Hilfe, ohne dass die Templer selbiges mitbekamen. Naja, zumindest eine Zeit lang. Als sie eintrafen und die Tempelritter ihre Freundin, wie bereits gesagt, nicht mehr beobachteten, ließen wir Nicole wieder auftauchen. Natürlich konnte sie ihnen nicht alles über unsere Pläne sagen, denn im Falle einer Festnahme von ihnen, was ihr dann auch geschah, hätten die Templer alles aus ihnen herausgefoltert und unsere Ermittlungen wären gescheitert. Und wo ist Nico jetzt? Dazu komme ich noch. Nichtsdestotrotz haben wir sie die ganze Zeit beobachtet. Zwar konnten wir ihre Festnahme in York nicht verhindern, doch ich war ständig bei ihnen. So zum Beispiel in der verunglückten U-Bahn, in der auch Nico und sowie Kahn saßen. Wir ließen mittels bestochener Techniker und Zugführer den Zug kontrolliert entgleisen, um somit ihnen dreien die Gelegenheit zu bieten, zu flüchten und mit mir zu kommen. Hey, wir hätten draufgehen können. Nein, das ist nicht richtig. Der Zugführer fuhr auf unseren Befehl hin mit 20 km/h.
Das reicht zwar, um ordentlich durchgeschüttelt zu werden, doch für eine Entgleisung mit folgenschweren Konsequenzen war dieses Tempo viel zu niedrig. Als unsere Männer sie drei dann rausholen wollten, konnten wir sie nicht finden. Nur Kahn und Nico waren auffindbar. Doch von ihnen keine Spur. Als wenn eine U-Bahn so groß wäre. Wir waren unter gehörigem Zeitdruck. Aha. Als wir dann erfuhren, dass sie das Siegel hatten, waren wir heilfroh. Und warum wollten sie mich dann vorhin umbringen? Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass sie dem Jungen begegnen. Hä? Weiß Nico davon, dass sie mich töten wollten? Und warum soll ich den Prinzen nicht vor den Neotemplern retten? Nico wusste von meinem Plan, sie zu töten, nichts. Sie hätte es auch nicht zugelassen. Denn sie liebt sie sehr, müssen Sie wissen. Sie dürfen den Prinzen deshalb nicht erreichen, weil er mit den Templern unter einer Decke steckt. Und weil er sie wahrscheinlich, nachdem er das Siegel an sich genommen hätte, getötet hätte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mir wurde gesagt, dass die Familie des Prinzen die Templer damals verraten hat. Warum sollte der Prinz seinen Erzfeinden helfen, indem er jemanden tötet, der gegen sie operiert? Das stimmt. Der asiatische Hofadel hat die Templer damals verraten. Doch genau das ist der Grund, warum der Prinz mit ihnen zusammenarbeitet. Wiedergutmachung. Lediglich die engsten Vertrauten wissen Bescheid. Selbst die eigene Leibgarde, von der sich ein Ausreißer zufälligerweise im Zug befand, dachte immer noch, die Templer wollten den Prinzen umbringen. Aber ohne Siegel kann dieses Treffen doch nicht stattfinden. Genau. Doch es gibt noch eine Art Ersatzsiegel, auf das die Templer jetzt scharf sind. Ihr Siegel ist nicht unbedingt vonnöten. Und wo soll dieses Ersatzsiegel sein? Nach unseren neuesten Informationen befindet es sich ebenfalls in China. In einer Stadt mit dem Namen Wuhan. Genau da, wo seit einigen Wochen eine sogenannte Tourists Group angeblich nach Dinosaurierknochen sucht. Die Templer. Ja, das denken wir auch. Eins noch. Warum haben Sie dann ein Foto von sich und dem Prinzen? Was denken Sie, woher ich weiß, dass der Prinz mit den Templern gemeinsame Sache macht? Ich war einer der Vertrauten. Und was genau sollen wir jetzt machen? Das werden wir in China besprechen. Dort treffen Sie übrigens auch Nico und Kahn wieder. Meine Kollegen haben Sie dorthin gebracht. Okay, Haudegen. Wir arbeiten ab sofort Hand in Hand. Gerne, George. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In genau 3 Stunden beginnt die Zeremonie. Sie vermuten also immer noch, dass die Templer das zweite Siegel besitzen? Monsieur Kahn, ich vermute nicht, ich weiß es. Und wofür dient dann dieses Siegel hier? Reine Vorsichtsmaßnahmen. Falls man das andere Siegel verlieren sollte, hätte man immer noch ein zweites. Sie müssen wissen, George, dass die Templer sehr vorsichtig und überlegt gehandelt haben. Und wie wollen wir vorgehen? Ich habe eine Menge Plastiksprengstoff. Wir müssen nahe genug an das Tor kommen, das C4 anbringen und dann so schnell wie möglich verschwinden. Genau. Wir spazieren da einfach so rein, sagen nett Hallo, bringen den Sprengstoff an und gehen seelenruhig wieder raus. Nicht so ganz. Wir brauchen einen Lockvogel. Oh nein. Doch. Wir brauchen sie für diesen Job. Oh je. Was soll ich tun? Okay. Monsieur Storbart? Sie wissen, was Sie machen sollen. Ja, während ich den Lockvogel spiele, schleichen Sie sich an den Templern vorbei und bringen den Sprengstoff an. Sie, Kahn, haben den Fernzünder. Wenn wir in 15 Minuten nicht da sind, zünden Sie. Nein! Mach dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig draußen sein, vertrau mir. George, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Jetzt werd hier nicht sentimental, sonst fange ich noch an zu heulen. Wir müssen los. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Stein einpacken sollte. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange, bis es eine spitze, messerscharfe Form annimmt. Wir haben Sie erwartet. Sie elender Verräter! Nein, George.
Ich würde eher sagen, Erlöser der Welt. Sie werden uns alle vernichten! Sie sind wahnsinnig! Was ist aus Ihrer sonst so ruhigen und bedachten Art geworden, Senor Stoddard? Ich werde immer leicht nervös, wenn ich größenwahnsinnigen Menschen gegenüberstehe. Ich bräuchte nun das Siegel, Senor Stoddard. Sie haben es doch bereits. Seien Sie kein Narr. Um das Tor zu öffnen, bedarf es nicht nur eines Siegels. Seit Generationen besaßen die Reihen der Templer immer nur ein Siegel, obwohl in der Legende die Rede von zwei Siegeln war. Wie bitte? Ich habe sie benutzt, für meine Zwecke missbraucht. Durch ihr erneutes Einmischen haben sie uns auf die Spur des zweiten Siegels gebracht. Dummerweise kamen sie in dem Augenblick an die Ausgrabungsstätte in Portugal, als ich gerade im Begriff war, das Heilige Kreuz zu nehmen. Also war alles, was sie mir erzählt haben, gelogen? Keinesfalls, George. Jedes noch so kleine Wort war wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht nur ein, sondern zwei Siegel gibt und man beide für den Start der Zeremonie braucht. Und warum dann Ihre Scheinexekution? Wir dachten, mit Ihnen etwas spielen zu können. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Ich glaube, das war der letzte Streich, den die Templer unternommen haben. Ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette. Brei, was werden Sie in Zukunft machen? Arbeiten. Wir haben einen neuen Fall in Guatemala. Drogenschmuggler. Und wie sieht es mit Ihnen beiden aus? George und ich treffen alte Bekannte. Wen denn? Pearl und Wayne. Ich habe die beiden in York getroffen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh doch, George. Und wir werden sie besuchen. Wie du meinst, mein Schatz. Und danach? Geht es erstmal für 2 Wochen auf die Bahamas. Aber dann bitte ohne Abenteuer.
Thank you.